kurz ein wenig rekapitulieren. Wisst ihr noch, was zuletzt geschehen ist? Und wo wir stehen geblieben sind? Leider ja. Ivy trägt ja deutliche Zeichen davon, was in Albtraum ohne Ende mit ihrer Hexe geschehen ist, auf dem Kopf. Weil sie voll mitgeht und sogar sich die Haare grau ansprüht dafür. Ja, ich bin ein bisschen gealtert, weil ein böser Magier vermutlich, würde schon sagen Magier, ein böses Ritual gemacht hat. Und der ganzen Gegend um das Örtchen Dragenfeld quasi die Zeit entzogen hat und wir sind mitgealtert. Bei meinen Kameraden sieht man das natürlich nicht so wie bei mir jetzt, weil sie keine Menschen sind. Ja, Bardobar hat so ein paar weiße Strähnen im Bart oder graue Strähnen. Das ist cool. Immerhin. Revanon hat sich äußerlich nicht verändert, das stimmt. Ja, nur innerlich. Noch Revanoniger geworden. Revanoniger. Ihr habt Revanon-intensiv. Zumindest das Finale des Rituals stören können und habt den Magier mit einem seltsamen roten Stein als Auge ausgeschaltet, der daran beteiligt war, in einer Limbusblase regelrecht, die er in der Nähe aufgebaut hatte. Dort, wo er die Zeit fokussiert hat, die er der ganzen Umgebung abgesogen hat. Und dort habt ihr auch einen Überlebenden gerettet, der eigentlich als Opfer gedacht war für das Ritual und der versucht hat, ein bisschen genauer zu erklären, was da vor sich gegangen ist. Und mit diesem Überlebenden, mit einem Magier, der sich Tamarell nennt und möglicherweise der aktuell brachliegende SC aus der anderen Gruppe ist, von Kai, der unter akuter Infantitis leidet, und Delian von Weidenbrück, einem KGIA-Agenten, der von arrogant die Gruppe ablehnendem Auftraggeber zu Sidekick geworden ist über mehrere Stufen, befindet ihr euch in dem Örtchen Dragenfeld, in dessen Nähe das alles abgelaufen ist, in dem Zartempel, der als einziges Gebäude noch unversehrt steht, während der Rest des Ortes durch dieses Zeitphänomen mehr oder weniger in eine graue, verfallene Ruine verwandelt worden ist. Und das Letzte, was passiert ist, ist, dass ihr bei dem Gespräch darüber, was genau da geschehen ist, gefragt habt und wer wurde da durch diese Zeitdiebstahl und durch das Ritual aus dem Limbus wiedergeholt? Und Tamarell, der Magus, erwiderte: Bor Barad. Wenn der Diener jenseits des Todes den Meister außerhalb des Todes ruft, wenn die Verderberin der Leiber einen Leib dem Verderber der Welten verschafft, wenn die verlorenen Schalen der Gestalt annehmen die Gestalt der Schar der Verlorenen, wenn aus deinem Herz der Mord gestaunt ist, wenn der lange Arme, der in dem alten Dominen Auge angekommen, wenn der Wind des wandernden Bildes zum Bündnis wird, wenn vielen ganzen Fingern den Fluch der Felder kommen, wenn nur mehr die stirnende Stirn schreckt, wenn das Gefühl ist geschossen, im Grauen der Götter gilt, wenn aus diesem Schaden schaffen kann, wenn die Schaden dagegen kein Schreck gewachsen ist, dann wird in den Kerker der feurige Blick des Weltenschöpfers fallen, dann wird die rote Saat aufgehen, dann wird die letzte Kreatur geboren und gebären, dann werden die Wasser blühen und die Bohnen sammeln, der Riemen rennen und das Land schwimmen, dann wird die Brut im Boden verschlingen. Dann wird der Rausch der Ewigkeit über die Schöpfung wehen. Und an der Stelle würde ich sagen, steigen wir einfach wieder ein. Ihr befindet euch in dem Zartempel. Draußen ist kaum ein Geräusch zu hören, außer hin und wieder von dem Wind, der in den toten Zweigen der Bäume spielt und leise vor sich hin murmelt. Aber drinnen herrscht weiterhin ein seltsamer, angenehmer Friede im starken Kontrast zu dem ganzen Umland. Tamarell hat sich auch etwas dramatisch vorgeneigt, als er den Namen genannt hat, und schaut dann zwischen euch hin und her, offensichtlich in Erwartung, dass ihr ihn wiedererkennt. Hä?
Das ist eure ganze Reaktion. Ja, wer ist denn Borberat? Aber wer? Wer oder was ist tatsächlich die interessante Frage. Den meisten Überlieferungen nach war er ein mächtiger Schwarzmagier im Krieg der Magier. Aber es gibt eine ganze bizarre Sekte, die überzeugt davon ist, dass er mehr ist als nur ein mächtiger Magier, der in den Limbus verbannt wurde, sondern dass er tatsächlich in irgendeiner Form ein... Es klingt jetzt sehr frevlerisch, verzeiht mir, aber ein göttliches Wesen ist oder zumindest artverwandt. So einen Quatsch können sich nur Menschen ausdenken. Und was macht diese Sekte? Sowas wie das hier. Unter der Sekte haben eine wichtige Person auch Elfe. Also offensichtlich ist es... Entschuldigung. Sagen wir es so, die Sekte... Es ist eine elfische Sekte? Gemischt, würde ich sagen. Gut, die meisten waren Menschen, zugegeben, aber bei den meisten Zusammenschlüssen von Magiern, darum handelte es sich in erster Linie, herrschen Menschen vor. Das ist nun mal die Natur der Dinge. Ich will hier gar niemanden beleidigen oder in Abrede stellen, dass die magischen Traditionen der anderen Bewohner Aventuriens in... Also es sind größtenteils Menschen, ich gebe es zu. Und es waren größtenteils... Magier, beziehungsweise Leute, die es werden wollten. Denn diese Sekte hat Leute angelockt mit dem Versprechen, dass wenn sie nicht über Magie verfügen, sie ihnen Magie geben kann. Ja, so habe ich auch geschaut. Das ist natürlich absolut wieder natürlich und hatte mit einer dämonischen Anrufung zu tun. Aber... Was wir daraus geschlossen haben, meine Begleiter und ich, als wir das Kloster, wo das Ganze stattfand, gefunden haben, ist, dass es offensichtlich eine Organisation gibt, die diese Figur, für mich bislang nur historische Figur, Borberat, wirklich verehrt und sich davon auch einiges verspricht. Und den fällt nicht auf, wie redlerisch und dumm sich das alles anhört? Offensichtlich nicht. Manche Leute... sind weniger gefestigt im Glauben. Das Wissen oder Macht sind ihnen sehr wichtig. Also ich bin mir sicher, dass es ihnen, wenn sie es verglichen hätten mit Quellen von göttlichem Wissen und dergleichen, dass das natürlich absoluter Unsinn ist, den sie da tun. Aber sie selber waren davon überzeugt. Das war ziemlich offensichtlich. Und allen voran Liscom von Vazar, der dieses Kloster geleitet hat und der auch derjenige war, der das mich entführt und das Ritual vollzogen hat. Mich hat entführen lassen. Er hat da offensichtlich Kontakte zu jemand anders. Ja, aber das ist auf jeden Fall... Ich habe das Gefühl, es ist ihm tatsächlich gelungen, diese Wesenheit, egal ob jetzt Mensch oder... Gut, nicht egal, aber ob nun Mensch oder irgendetwas, was darüber hinausgeht. Wenn die in die Welt zurückgeholt wurde, ist das sicherlich kein gutes Zeichen für alle aufrichtigen Menschen und andere Wesen. Ja. Ja. Du sag mal Tamarind, richtig? Tamarind. Dieser, ja, genau, sag ich doch. Dieser Borberat. Also du bist ganz sicher, dass er jetzt da ist. Ich kann es nur schwer erklären. Er legt eine Hand über sein linkes Auge und reibt ein wenig auf dem Augenlid, als hätte er Schmerzen. Aber ich kann es fast ahnen, ja. Wenn man jetzt mal die Hand wieder runternimmt und das Auge öffnet, sieht ihr einen roten Funken in seiner Pupille schimmern. Das sieht aber nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Dein Auge. Was ist mit meinem Auge? Ich hole mal meinen Taschenspiegel raus, was hat die Frau für eine Welt natürlich, und halte ihm das mal vors Gesicht. Oh. Das... Das war noch nicht so vorher? Nein. Oh. Er hatte auch diesen roten Stein, da ist irgendwas mit passiert und mit dir. Ich erinnere mich vage, war ein sehr chaotischer Moment, wie ihr vielleicht nachvollziehen könnt. Ja. Nimm's uns nicht übel, aber wir werden dich im Auge behalten. Oh! Wirklich? Was? Ah,
Jetzt. Verstanden. Nimmst uns nicht übel, aber wir werden. Solange ihr keine helfende Hand reichen wollt. Entschuldigung. Meine Hand wäre mit meinem Rapier beschäftigt, fürchte ich. Was ich meinte ist, wir werden sehr genau an euch schnüffeln. Ich weiß nicht, wie sagt man das? Wie sagt man das, wenn man es nicht mit dem Auge sagt? Was? Ihr redet mit den Augen? Ihr sucht nach einer passenden Metapher oder Redewendung. Ja, die nichts mit Augen zu tun hat, damit es nicht lächerlich klingt. Sollte eine Drohung sein. Wir halten euch an der kurzen Leine. Nein, wir werden euch sehr genau überwachen. So. Ja, da seht ihr, da ist kein Auge drin. Mit unserem Gehör und der Nase. Mit allen Sinnen. Allen Sinnen, außer den Augen. Ist eigentlich, also... Auch mit den Augen. Er schaut Revenon an und wollte in dem Moment was sagen, als Revenon was sagt. Frage hat sich erledigt. Ja, er kann sprechen. Er wählt nur seine Worte mit viel Bedacht. Revenon, was sagst du zu diesem Kult, dieser Sekte? Da sind auch Elfen drin, hat der Mann gesagt. Zumindest eine Elfe, von der ich weiß. Kennt ihr sie persönlich? Kaum. Und wir haben sie möglicherweise beim Übergang in den Limbus in Stückchen zerrissen, weil wir den Zauber gestört haben. Deswegen bin ich mir auch nicht sicher, ob sie noch lebt. Ich kannte sie nicht näher. Aber auf jeden Fall, habe ich mich schon bedankt? Nö. Oh, ich bedanke mich aufrichtig für die Rettung und die Hilfe und auch im Namen Aventuriens möchte ich sagen, dafür, dass ihr dieses Ritual aufgehalten habt. Naja, haben wir das denn? Also es ist nicht ganz so gelaufen, wie Liscom von Fasar es sich erhofft hat. Er hat, während er das Ritual vorbereitet, mir erstaunlich, wie gut er in der Lage war, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen, aber er hat es vorbereitet und dann gleichzeitig darüber geredet, weil er eine gewisse Genugtuung offensichtlich empfunden hat, mir als jemanden, der andere Pläne von ihm vereitelt hat, zu erklären, dass ich keine Chance habe, dies in dem Fall zu tun. Er hatte vor, seinen Körper für diese Entität Barbara zur Verfügung zu stellen, deswegen hat er ihn die Zeit für ihn zurückgedreht, verjüngt und die Seele, die er befreit hat aus dem Nimbus, sollte in diesen Körper einfahren, den wollte er ihm zum Geschenk machen. Da dieser Körper erschlagen wurde, ist das nicht geschehen. Also zumindest haben wir aktuell keine körperliche Borberat-Entität, möchte ich sagen. War vielleicht also gar nicht so klug. Wir hätten einfach warten sollen, bis er fertig ist und dann hätten wir den Körper erschlagen. Ob das so leicht gewesen wäre mit einem uralten, extrem mächtigen Schwarzmagier anstatt eines nur alten Untoten, etwas mächtigen Schwarzmagier. Mein Kopf raucht so sehr vor lauter Schwarzmagiern. Also Liscop von Fasar war der, den wir da, als ihr da fast krepiert seid, im Keller getötet haben. Korrekt, ja. Und das war der Lakai oder der Meister von dem, den wir den Turm runtergestoßen haben? Der Meister. Er hat diesem Korobat, der seine Magie eigentlich verloren hatte, diese Borberat-Magietechnik verraten, diesen Dämonenpakt, mit dem man Zauberei erlangen kann, wenn man eigentlich über keine verfügt. Deswegen konnte er wieder zaubern, aber offensichtlich frisst das Lebensenergie, so viel konnten wir. Das ist bestimmt eine super Gelegenheit, mal diesen Nagel auszupacken. Um den Magier hinzuhalten und zu sagen. Hat das irgendwas damit zu tun? Das ist... Die waren in den Köpfen der kalten Alrix. Das ist, meiner Einschätzung nach eines der magischen Metalle. Makarnium vielleicht? Also es ist doch... Ich müsste mich länger damit beschäftigen, aber es ist auf jeden Fall ein magisches Artefakt. Kann man das irgendwie reinigen oder sowas von dem, was er damit gemacht hat? Oh, man könnte es einem begabten Schmied, der sich mit diesen Metallen auskennt, sozusagen
magisch Tweet übergeben und er könnte etwas anderes daraus machen und man kann es entzaubern, sicherlich. Also es ist nicht auf jeden Fall böse, es ist irgendwas draufgelegt. Also ich bin kein Freund der Magie, aber Metalle interessieren mich schon, deswegen frage ich das. Magische Metalle sind ausgesprochen selten und in der Regel auch schwer abzubauen, aber dafür eignen sie sich dazu, Magie darauf zu wirken, was bei den meisten anderen Metallen, speziell Eisen, wie ihr sicherlich wisst, Freundswerk, alles andere als einfach ist. Mhm. Was für eine Art von Magie darauf liegt, das müsste ich erst noch analysieren. Wo waren wir stehen geblieben? Entschuldigung, mein Auge macht mich wahnsinnig. Das ist ein ganz seltsames Gefühl. Sticht und juckt. Komisch. Ja. Was würdest du denn jetzt vorschlagen? Also, was wäre jetzt gut zu tun? Also, ich meine, bis vorhin hatten wir uns noch gedacht, ja, prima, wir haben die Welt gerettet oder zumindest Dragenfurt. Alles gut, offensichtlich nicht. Gibt es jetzt irgendwas, was wir tun können? Oder ist das jetzt eher so ein mal schauen? Ich würde vorschlagen, das klingt jetzt vielleicht eigennützig, aber ich würde vorschlagen, dass wir versuchen, zu 10 Leuten zu stoßen, bei denen ich vor meiner Entführung war. Gut. Was sind das für Leute? Ja, was sind das für Leute? Das sind 2 Geschwister aus einem Adelshaus. Einer von ihnen ist Halbelf und deswegen nicht erbberechtigt. Nicht so ungut. Ich mag keine Halbelfen. Warum nicht? Ich mag Elfen nicht besonders. Er schaut zu Revanon, er schaut zu dir. Andere Elfen. Naja, vielleicht... Ich frage mich immer, warum man Halbelfen nicht Halbmenschen nennt. Wahrscheinlich nennen die Elfen sie Halbmenschen. Er schaut wieder zu Revanon. Ja, das macht Sinn. Hm. Aber aus meiner Sicht sind es Halbelfen und ihr seid voll Zwerg. Das gefällt mir, ich bin voll Zwerg. Voll Zwerg, ja. Na gut. Aber ist er nicht zu gleichen Teilen Mensch und Elf und aus der Sicht egal? Eine interessante Frage, die wir ihm am besten selbst stellen, Revanon. Und ein Dragoniter, der sich ohnehin schon eingehend mit diesem Thema der Borberat-Verehrung beschäftigt hat. Und wir waren eine Reihe von bizarren Morden auf der Spur. Was ist ein Dragoniter? Oh, er gehört zu einem Orden der Göttin Hesinde, der menschlichen Göttin der Weisheit. Ihr wisst schon, ihr habt davon gehört. Ja, warum hat er so einen komischen Namen? Weil sie sich einem Drachen verschrieben haben. Bitte was? Ich habe nicht ganz gehört, was ihr da gesagt habt. Weil, wisst ihr, dass mehreren der 12 Götter jeweils auch Drachen zugeordnet sind? Gute Drachen? Lügen! Drachen sind nicht gut, Drachen sind böse. Wenn ihr das sagt, also... Ich bin sehr gespannt, diesen Halbelfen und diesen Drakoniter kennenzulernen. Lernt ihn kennen und lasst euch selber davon überzeugen. Nee, sie sind nur nach Drachen benannt. Sie sind nicht selber Drachen. Ihr versteht. Ja, ich verstehe. Jemand, der nach Orks benannt ist, aber kein Ork ist, ist mir auch sehr unsympathisch. Ja, aber ich würde vorschlagen, dass wir versuchen, uns mit dieser Gruppe irgendwie zusammenzuschließen. Und das, was wir hier erfahren haben, mit dem zusammenzulegen, was sie hoffentlich aktuell noch erfahren, ohne dass ihnen das Blut ausgesaugt wird. Ja, wo sind die denn aktuell? Die befanden sich, als sie entführt wurde, in der Nähe eines Ortes namens Moosgrund, nordwestlich von Baliho. Ah, Baliho, da waren wir doch schon mal, nicht? Also der, wenn ich es richtig verstanden habe, sind wir hier in Dragenfeld. Und ja, die Straße ist der Goblinpfad.
Ja. Dann führt er im Endeffekt nach Balihun. Ja, das sind wir da hergekommen? Ja. Ja, oder? Ja, gut. Ja, ja. Ich denke schon, ja. Das ist richtig. Wir müssen da auch unbedingt hin. Also da müssen wir auch unbedingt lang, denn wir müssen Yusufried abholen. Stimmt. Ja. Ihr habt ein Mitglied der Gruppe verloren. Ja, wir sind ja, eigentlich zu ja. viert. Wir haben ihn zurückgeschickt, damit er nicht so schnell altert. Genau. Oder es wäre für ihn gefährlich geworden. Er hat uns verloren. Ja, eigentlich hast du recht. Ja. Ja, naja, auf jeden Fall hoffen wir, dass er da ist, wo wir verabredet haben und können ihn dann auf dem Rückweg wieder einsammeln. Dann. Ihr werdet ihn mögen. Vorschlagen, dass wir uns bald auf den Weg machen. Ja, wo ist denn Detlef? Delian guckt hoch. Ha? Ah, ja, genau. Wolltest du wieder mit nach Balio oder? Also ich will nicht hier bleiben, ja. Das ist, Balio erscheint mir wie ein erster guter Schritt. Gut, wir würden dann Richtung Balio. Weil wir müssen nach Moosaffe? Nee. Moosgrund. Ja. Du bist auf einmal viel leiser geworden, Ivy. Warum? Aber nicht nur bei mir, oder? Nee, bei mir auch. Okay. Bei mir auch. Ich habe nichts getan. Wir glauben dir. Ich weiß nicht. Ich halte einfach mal den Mund. Diese Geweihte in diesem Tempel, die hier war, sie hat einige nützliche Tränke gebraut. Vielleicht können wir, also das Wissen darüber wäre vielleicht nützlich für diejenigen, die hier noch leben, aber alt geworden sind. Es gibt noch Leute hier im Ort? Nein, aber wir haben sie getroffen. Ich weiß nicht, ob sie noch am Leben sind. Und eigentlich haben sie auch nichts Besseres verdient. Aber ich habe ein weiches Herz. Es ist einige Zeit her. Also, wenn ihr könnt, nehmt einfach irgendwie diese Schriften mit und übergebt sie an irgendwen, der sich darauf versteht. Es macht Sinn, sie nicht hier liegen zu lassen, ja. Gut. Hast du noch was zu sagen, Revanon? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann können wir unsere 7 Sachen ja packen. Badobar packt seine 7 Sachen. Revanon zählt nochmal durch, aber hat keine 7. Und lässt es dann bei den Sachen, die er hat. Besser? Also nicht bei mir. Sag nochmal was, bei mir klingt's besser. Ja, Yusufried, willkommen! Leise. Versteh's auch nicht. Gehen wir davon aus, dass ihr zusammen mit Tamarell und Delian aufbrecht und die Station eurer Reise rückwärts wieder aufsucht. Es ist dementsprechend eine seltsame Reise, auch ein wenig rückwärts durch die Zeit, wobei ihr auch wahrnehmt, dass der zerstörerische Einfluss, der jetzt lange über dem Land lag, durch die Zeit, die ihm entzogen wurde, aufgehört hat, sich auszubreiten. Also ihr seht immer noch die Stellen und die Bereiche im Wald, wo die Bäume für die falsche Jahreszeit Laub tragen oder es sogar auch wieder abgeworfen haben, wo Blumen gewuchert sind und gleichzeitig dann wieder angefangen haben zu verfaulen. Aber alles scheint zur Ruhe gekommen zu sein. Und aus dem Verfall und aus den gestürzten Bäumen und den fauligen Blättern wachsen kleine, zögerliche, aber frische grüne Triebe. Und die Luft hat angefangen, sich wieder normal zu bewegen und eine kühle Brise durch die Berge und Täler zu schicken.
und es riecht nicht mehr nach stehender, drückender Fäulnis, sondern nach nasser Erde und feuchtem Laub. Dementsprechend ist die Reise tatsächlich angenehmer, als es der Weg zu Ort Dragenfeld war. Ihr legt 1-2 Tage zurück, bevor ihr an einem vertrauten Ort wieder ankommt, an dem ihr schon, ich sage mal, Spaß hattet. Moment. Und den Weg wieder in die Gegenrichtung antreten müsst. Ich muss euch noch herbeirufen. Eure Figuren freigeben. Würde unterwegs ab und zu mal diese frischen Knospen oder Triebe begutachten und nicken und dann weitergehen. Die zerstörte Brücke also. Die liegt immer noch verlassen da, beziehungsweise es ist ja die Brücke, an der gebaut wurde. Und wo ihr nur die Überreste des Lagers gefunden habt von den Leuten, die darin gebaut haben. Sie ist noch in demselben Zustand, wie ihr sie verlassen habt, inklusive des eingestürzten Parts. Moment. Dort, wo Bardubar sich vor dem Angriff der Harpyen verborgen hat, woraufhin unter den Steinen, die sie geschleudert haben, tatsächlich der Bogen zusammengebrochen ist. Speaking of, ist sie noch bewohnt, die Brücke? Ihr schaut euch, wer? Oh, tatsächlich können ja jetzt 2 von den Spielern selber Würfel würfeln. Wie geht denn das? Ihr solltet eure Würfelauswahl aufrufen können, indem ihr Leertaste drückt. Nice. 7 für Wahrnehmung, das ist doch ziemlich gut. Mhm, ja, 9 wäre ja der Grenzwert zu gewesen. Nein, ich will nicht 2 Würfe werfen. Jetzt habe ich schon 3. Du wirfst sie einfach und dann hol dir 9. Ja, ich versuche ja, diesen Würfel zu werfen. Ich weiß noch nicht, wie. Lass sie einfach ins Bild fallen. Oh, hier sind 2. Nein. Ich lasse sie runterfallen. So. Ja. Wir sind ihr alle sehr aufmerksam. Alle so gute Augen und Ohren. Und ihr macht tatsächlich aus, dass gegenüber, auf der anderen Seite der Schlucht, zwischen den Bäumen eine geduckte, geflügelte Gestalt hockt, die ihr Brustbein niedergedrückt hat und die Flügel angelegt und ihren Frauenkopf mit dem verfilzten Haar vorreckt, um in eure Richtung zu spähen. Sie versucht sich dabei halb unter den Zweigen von mehreren Tannenbäumen zu verstecken, aber ihr konntet sie trotzdem ausmachen, weil sie etwas unruhig von einer Kralle auf die andere wechselt. Bannon macht schon mal den Bogen einsatzbereit. Können wir die Harpyen dieses Mal vielleicht auslassen? An wen fragst du das? Generell, also ich meine, je weniger Konflikt, desto besser an dieser Brücke. Sie ist Nein? hinter der Brücke. Na gut, okay, ich gebe es auf. Was tut ihr? Ihr steht vor der nicht mehr ganz stabilen Brücke, auf der anderen Seite lauert eine Harpyie, aber nur eine, da ihr ausgedünnt habt, wie groß diese Gruppe ist. Ich stelle mich ein bisschen abseits hin und sehe in die Richtung mit nicht gespanntem, weil so lange möchte ich nicht halten, aber schon mal bereit gemacht im Bogen.
Und der Rest? Tamarell schaut sich etwas verwirrt um. Was ist das Problem? Die sieht doch noch eigentlich, also ich meine, stabil würde ich sie nicht nennen, aber begehbar aus. Ja, wir haben uns hier nicht unbedingt Freunde gemacht, dass wir das letzte Mal hier waren. Aha. Wir wurden mit Steinen beworfen von oben. Schaut doch, von oben? Ja, Harpien. Oh, unangenehme Kreaturen, habe ich mir sagen lassen. Ich gehe mal ein paar Schritte. Ja, ich kann das ja selbst machen. Ich gehe mal ein paar Schritte nach vorne. Jetzt ist Anselm leise. Dafür ist Ivy wieder laut. Ja, das ist sehr merkwürdig. Mhm. Hallo, hallo. Besser. Jetzt ist Anselm wieder laut. Wieder lauter. Ich habe jetzt halt mein Mikro manuell lauter gedreht, aber... Ich geh mal weiter nach vorne und schmeiß den Würfel aus dem Weg und schau mal, ob sich da was tut so hinten bei der Harpie. Kann man die Würfel wieder löschen? Ah ja, man, ich schmeiß sie einfach in den Fluss. Aber ich kann nur meinen eigenen Würfel werfen offensichtlich. Echt? Ja. Okay. Die Brücke ist würfelfrei. Ich gehe mal bis zu diesen Steinen hier vor. Als du dort ankommst, bewegt sich die Kreatur hüpfend und flatternd etwas näher und schreit dann in eure Richtung. Na! Ihr hässlichen Mordgestalten! Grau und alt und hutzlig! Werd man nicht frech, wann hast du dich das letzte Mal angeguckt? Oh, vielleicht habe ich mich gespiegelt in den Augen einer Katze, die hier lang kam. Du Halbvogel. Katze? Was? Katze, wann? Wann kam hier eine Katze durch? Oh, vor ein paar Tagen kam hier eine Katze entlang. War es vielleicht ein Kater? Hab nicht zwischen seine Beinchen geschaut. Hätte ich das tun sollen? Hm? Natürlich nicht. Ja, und? Aber wo ist er lang? Nach da? Mm, vielleicht habe ich ihn gegessen. Oh, du wagst es nicht. Warum sollte ich es nicht wagen? Schwester getötet. Ansonsten mache ich aus dir einen Teppich. Und zwar einen verdammt hässlichen. Also hast du ihn gegessen? Vielleicht auch nicht. Gut. Dann haben wir kein Problem. Aber das macht nichts. Ich werde noch viel Gelegenheit haben, Katzen zu essen. Wenn andere euch zerdrehen und zermalen und euch die Seele rausreißen und wie ein Banner in der Luft flattern lassen, dann kann ich zuschauen und das wird lustig. Ich gehe mal während dieser Hasstirade immer weiter nach vorne. Mhm. Es ändert sich einiges. Einiges. Oh. Was für ein Banner denn? In deinem Fall ein löchriges. Ein löchriges. Hm. Ich beobachte nur. Keine Sorge. Keine Steine schmeißen. Diesmal. Diesmal. Mhm. Keine Pfeile. Hm? Ich würde lieber außer Reichweite fliegen. Hm. Ja. Aber hört mir gut zu. Ein Vater der Finsternis ist wieder da. Und die Mutter der Monster ist sehr interessiert. Sie streicht sich mit einer Flügelspitze Kralle ihr wirres Haar aus dem Gesicht. Die Mutter der Monster. Wer ist diese Mutter der Monster? Habt ihr eine Königin? Eine Harpienkönigin? Oh, bitte. Nein, nein. Etwas viel Reineres. Älteres. Ein Drachen. Ihr werdet das noch sehen. Und ich freue mich so drauf. Wann? Morgen? Wo? Übermorgen? Übermorgen. Das ist doch mal eine konkrete Ansage, immerhin. An eurem Weg, blutige Spuren, nur für euch.
Tja, was sagt man dazu? Danke für die Ankündigung. Dann haben wir Zeit, unsere Waffen zu schärfen. Ja, ja, das wird euch nichts bringen. Sie greift mit einem ihrer Füße ungelenk hoch, um ein paar von ihren Flugfedern gerade zu rücken. Und glaubt nicht, dass ich das nicht sehe, dass ihr ein Ding herkommt. Glaubt es ja nicht, an scharfe Augen. Oh. Ich beobachte euch. Wir sehen uns. Schau mal zu Rebanon rüber, was der so macht. Sie hüpft an den Rand der Klippenkante und schmeißt sich dann etwas ungelenk in den Wind, sackt unten ab, um dann wieder etwas Höhe zu gewinnen und davon zu fliegen. Und wenn niemand auf sie schießt, hört ihr dann nur noch, während sie das Flusstal hinabsegelt. Ja, ja, Mutter der Monster. Wird Monster machen aus allen. Seelenfressen, Seelenfressen. Bis sie halbwegs außer Reichweite ist und lässt den Pfeil dann trotzdem los und schießt irgendwo in grob in die Richtung. Ich habe einen von den einzelnen Würfen gefunden. Der Pfeil streift tatsächlich eine von ihren Schwungfedern. Es flattern einzelne Streifen davon herab und sie stößt noch ein erschrockenes Kreischen aus und gleitet dann außer Sicht hinter einer Hügelkuppe, die dicht mit Bäumen bestanden ist. Und stapft dann mit eisiger Miene, zugegeben, das ist vermutlich nicht sehr viel Unterschied, hinterher. Ihr könnt jetzt rüberkommen. Das war zugegeben, interessant, meint Tamarell. Das, ist das eine typische Harpyie gewesen? Und sind die immer so gut gesagt? Irgendwie schon. Das war nur kein typischer Ribbaner. Normalerweise schießt er früher. Ja, ich bin auch ein bisschen besorgt. Ich hoffe, es hat sich gelohnt für euch. Und ich gehe einfach ein Stück erstmal an allen vorbei. Ich habe die ganze Zeit gewartet, dass du schießt. Ich glaube, er hat sich das zu sehr zu Herzen genommen, was ich vorhin gesagt habe. Was hast du denn gesagt? Naja, dass wir vielleicht nicht sofort auf die Harpyien losgehen. Habe ich irgendwie überhört. Aber ja, offensichtlich. Eigentlich wollte ich gerade loben, wie gut die Kommunikation in eurer Gruppe ist. Aber offensichtlich war das vorzeitig. Trotzdem, mein Delian, sie sind effektiver, als sie aussehen. Das verlassene Lager liegt immer auch noch genauso da, wie ihr es zuletzt gesehen habt. Ich denke, eine Kreissäge oder so im Hintergrund. Vielleicht wurde hier mal gesägt, aber also in letzter Zeit nicht mehr. Ja, es könnte sein, dass es eine Kreissäge gibt, irgendwo in diesem Wald, wer weiß. Oder sehr schnelle Holzfäller mit Sägen. Sehr ja. Schnelle Holzfäller, ja. Mhm. Sie hat von der Mutter der Monster gesprochen. Ja, das ist klein nicht. Also ich meine natürlich wirres Gequatsche, Harpyien. Ja, aber sie sagte, wir treffen sie übermorgen. Das klang fast wie eine Verabredung. Das klang nicht gut. Deswegen habe ich auch nachgefragt. Generell klang das nicht gut. Vor allem, sie hat von was gesprochen? Dem Vater der Dings. Vater der Finsternis? Ja, genau, der Vater der Finsternis. Und sie hat gesagt, wir würden die Blutspuren sehen. Und außerdem hat sie von deinem Kater gesprochen. Ja gut, das verwundert mich jetzt nicht. Also der bleibt ja im Gedächtnis. Stimmt. Ja. Gut, dann würde ich sagen, auf weiter und auf Blutspuren achten. Also bin ja eben so ein bisschen an allen vorbeigegangen und würde dann einfach mal nach, auch wenn es gefährlich ist, solche Wesen so wörtlich zu nehmen, Spuren, blutigen Spuren Ausschau halten. Oder Katzenspuren, aber da sehe ich wenig Chance, wenn Yusufried nicht gefunden werden möchte. Klingt gut. Und dann setzen wir unseren Weg mürrisch und nachdenklich fort. Es sind hier immer noch teilweise Spuren, dass hier im Lager Leuten irgendetwas zugestoßen ist. In dem verlassenen Lager. Aber du findest keine neueren Spuren, bis auf einen einzelnen kleinen Katzenpfotenabdruck und eine zugescharrte Mulde in einem der Bereiche, wo der Erdboden bereits gelockert wurde, um irgendwelche anderen Sachen dort abzutragen.
ja, dann lasse ich mich vermutlich ganz kurz neben dem Abdruck nieder. Dann wird mir klar, wofür der vermutlich ist. Und geht er wieder auf. Hatten wir auf dem Hinweg diesem Lager eigentlich irgendwelche Aufmerksamkeit gezollt? Oder wo sind wir da schon von den Harpien abgelenkt gewesen? Da wart ihr von den Harpien sehr schnell abgelenkt. Würde ich nämlich jetzt vorschlagen, dass wir hier einen kurzen Aufenthalt machen und dann schauen, ob es hier noch irgendwas Brauchbares gibt für die Reise. Es ist ganz offensichtlich ein Lager gewesen für die Leute, die hier an der Brücke bauen sollten. Aber von denen ist niemand mehr dort. Stattdessen findet ihr an ein paar Stellen schon lange eingetrocknete und teils zwischendurch von einem Regenfall wieder weggewaschene Blutspuren und ein paar Spuren eines Kampfes. Ansonsten ist das Lager offensichtlich noch genau so, wie es verlassen wurde. Ihr findet, wenn du dich umschaust, in den Zelten sogar teilweise noch Vorräte in Wachspapier eingeschlagenen Käse und Brotstücke und Trockenfleisch. Dinge, die sich lange halten, aber die genügend Energie haben. Ist das denn noch haltbar oder sind wir schon im Radius des alle Leute werden älter? Nein, so weit hatte es sich nicht ganz ausgedehnt. Die Sachen scheinen dann noch gut zu sein. Sammle ich einfach die Vorräte, die mir noch gut erscheinen, ein, versorge unsere Gruppe damit und falls ich noch irgendwas finde, was irgendwie brauchbar ist und nicht zu schwer, würde ich das unter Umständen auch mitnehmen. Gutes Werkzeug kann man immer gebrauchen. Tatsächlich sind auch ein paar verschiedenste Werkzeuge größtenteils für Holz- und Steinbearbeitung da. Nicht die feinsten, sondern eher für grobe Bauarbeiten, aber... So eine kleine Säge kann man doch immer mal gebrauchen. Ja. Ich nehme eine kleine Säge mit, wenn ich eine finde. Ja, und es gibt auch ein paar kleinere Stemmeisen. Also oh ja, das nehme ich auch mit. Für Holzbearbeitung. Gut. Blut. Handwerksloot. Ja, dann stärken wir uns doch mit ein bisschen Käse und setzen uns den Weg fort. Anselm, kann es sein, dass du dein Handy neben dem Mikrofon liegen hast? Nein. Genau. Ja, natürlich nicht. Ja, ja, das stimmt. Nico kam gerade rein und schaute mich strafend an, weil ich mein Handy, das bitte keine Meldung von sich geben haben soll, hier auf dem Tisch liegen habe, in Reichweite des Mikros. Aber ich war es ja nicht. Ich mache es auch sonst in meinem Flugmodus oder schmeiße weg. Jetzt habe ich nicht dran gedacht heute. Alles gut. Wollt ihr in dem Lager dann noch bleiben länger? Oder wie spät ist es denn? Irgendwo entlang des Weges nochmal unterkommen? Wie spät ist es denn? Es ist früher Nachmittag. Also ja, da kommen wir noch ein bisschen. Wir haben es ja eilig. Wobei, ich habe Rücken, ne? Bist nicht mehr die Jüngste. Ja, können wir schon eine Pause machen? Hier bietet sich das doch an, hier gibt es doch Zelte. Harpien gibt es hier. Ach ja, Harpien gibt es hier. Gut, dann weiter, aber nicht mehr so lange vielleicht, ja? Wäre noch ein Grund, ein wenig hier zu bleiben. Ich habe meine Knöchel sind schon ganz dick, ich habe geschwollene Waden, im Rücken zieht es ein bisschen. Am besten hilft dagegen Bewegung. Oh. Munter voran. Immer tiefer in den Berg hinein. Oh nein, jetzt sinkt er auch. Links wird es dunkel, rechts wird es dunkel, vorne wird es dunkel, überall wird es dunkel. Ich rieche nur noch den süßen Wein. So, in dem Lied geht alles schöner. Ja, gefällt mir. Ihr verbringt ein paar weitere, relativ ereignislose Tage auf der Reise. Bis ihr dann wieder in den Bereich kommt, wo ihr das erste Mal richtig in die Berge aufgestiegen seid. Nämlich dort, wo den einen der zwei auf eurer Reise auf euch wartenden Raubrittern begegnet seid. Dem echten oder dem kleinen? Dem kleinen. Dem kleinen, ja. Ich rufe euch gleich zum... Dieser Ort kommt mir bekannt vor. Ja, ich glaube, hier hast du ein großes Duell gefochten. Habe ich natürlich gewonnen, oder? Ich glaube, du hast verloren. War das nicht, wo du um Gnade gewinselt hast? Das deckt sich mit meiner Erinnerung. Tamaril schaut sich etwas verwirrt um. Gegen wen habt ihr hier gekämpft? Gegen einen mächtigen Raubritter. Ja, den mächtigsten und fiesesten Raubritter, den es hier in, wie heißt das Land? Weiden? Ja, in Weiden gibt. Zwei Schritt groß, mindestens. Mhm.
Delian murmelt leise bei Hesinde. Sie hat sich einen Namen gemerkt. So. Währenddessen hat Shulinai die falsche Person mit diesem Namen angesprochen. Wahrscheinlich. Ich glaube, er war eher beeindruckt, dass sie zumindest weiden kannte. Ach so, ich dachte, ja, ach egal, ich denke nicht. Was meint ihr, überfallen wir den Raubritter in seiner Burg? Manchmal habe ich das Gefühl, meine Gedanken sind mitgealtert. Was? Entschuldigung. Mir geht's auch so, ich streiche über meine Stirn. Ja, ich weiß nicht. Also manchmal denke ich, es sind ja nur körperliche Zipperleiter, aber irgendwie fühle ich mich auch 30 Jahre älter. Was heißt, ich wäre über 60? Geht mir auch so. Ich erinnere mich manchmal an Dinge, die schon lange, lange her sind. Dinge, die gerade erst passiert sind, die entfallen mir völlig. Ja, das geht mir dauernd so, aber schon mein ganzes Leben. Mir geht das auch so. Ich erinnere mich an mehr und mehr Dinge. Das heißt, ihr wart quasi als Kind schon alt. Lange, lange her passiert sind, aber Dinge, die gerade eben passiert sind, an die erinnere ich mich auf einmal nicht mehr. Tja, naja, deswegen sage ich einfach weitergehen, ne? Gute Sache. Ja. Also hier ist ein Raubritter unterwegs. Ja. Ja, sehr mächtiger. Wir ergeben uns dann am besten direkt. Ja, wie beim letzten Mal. Er hat uns dann in seinen Unterschlupf mitgenommen. Und dann war er auf einmal sehr gastfreundlich. Ja. Ich habe das Gefühl, dass mir irgendwie ein Teil dieser Geschichte fehlt. Das ist möglich. Tamara trottet aber trotzdem brav hinter euch her. Er presst aber trotzdem immer noch, wie auch die letzten Tage, immer mal wieder die Hand gegen sein Auge. Und dieses rötliche Schimmern, das ihr darin gesehen habt, ist auch inzwischen permanent zu erkennen. Ihr nähert euch dem Hauptgebäude von dem kleinen Rasthäuschen und es kommt euch kein Raubritter entgegen. Kein Raubritter? Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen. Auch keine wartende Katze? Oh. Ort ist die mächtige Burg. Oh oh. Ich horche mal an der Tür. Nicht, dass ich irgendwas hören würde, wahrscheinlich, aber... Stille. Shit, ich klopf mal. So mit dem... Stille. Das sieht nicht gut aus. Ich mach mal die Tür auf. Kann ich die Tür aufmachen? Du kannst die Tür aufmachen. Du stellst fest, dass die nicht verriegelt ist, sondern einfach nur angelehnt wurde. Und sich mit einem leisen Zirpen einer etwas schiefen Angel öffnen lässt. Starre irgendwo Gedanken verloren quasi durch die Gegend und nach dem Quietschen zucke ich, also wie so ein bisschen zusammen und bin dann sehr eilig irgendwo hinzugehen, wo Leute sind. In der Hoffnung, man hat es nicht so sehr gemerkt. Mhm. Hinter der Tür ist erstmal der Vorraum, den ihr schon kennt, mit ausgelegten Holzdielen, ein paar Tischen und der liegt vollkommen still da und dunkel. Keine von den Kerzen und Öllampen ist angezündet. Hallo? Riecht es in dem Raum irgendwie? Also abgestanden nach Kupfer. Irgendwas. Kupfer. Metallisch. Ich mache mal Licht, ich kann Feuerfinger und dann fange ich an Kerzen anzuzünden, wenn ich welche finde. Mhm. Du kannst bei dir selber Fackeln anmachen. Rechtsklick auf deine Figur. Ich habe es eben für dich gemacht. Yeah! Wir haben Licht. Mhm. Jetzt muss ich nur noch die Tür aufkriegen. Tada! Das Häuschen ist aber nicht richtig eingerichtet, deswegen zeigen wir das nicht genauer. Na gut, dann bleiben wir draus. Du kannst in die Schankstube reintreten, zündest einzeln ein paar von den Kerzen an.
hinter euch hebt Tamaril seinen Stab, murmelt leise vor sich hin und an dessen Spitze entflammt auf einmal auch eine einzelne, nicht flackernde Flamme. Es entflammt eine Flamme. Und schaut über deine Schulter hinweg auch ins Innere. Ich gehe mal zum Stall. Schau mich da um. Als du dich dem Stall näherst, hörst du ein leises Summen und Sirren. Bleib stehen. Schau mich um zu Revanon. Deute auf mein Ohr und auf den Stall, falls man das hier nicht gesehen hat. Ich nicke. Und als ob wir das schon 100 Mal gemacht hätten. Ziehe ich leise, lege ich. Es geht gar nicht, kann ich gar nicht. Ziehe ich ganz leise meine Waffe. bewege mich dann zum Stall hin, während er sich wahrscheinlich. Mit dem Bogen ein bisschen schräg hinter ihm aufstellt, ja. Also, wenn du zur Tür gehst, so dass ich nicht auf dich schieße, wenn ich schieße. Logischerweise. Das Tor für den kleinen Stall ist eines, was man so seitlich schiebt auf einer Laufrinne und das steht mehrere Handbreit offen. Das Summen ist jetzt ein durchgehendes, das aus dem Inneren kommt. Ich schau mir das mal an. Ich erwarte sehr viele Fliegen über irgendetwas Totem zu sehen. Du schiebst das ein bisschen beiseite und wirfst einen Blick rein. Es ist dunkel, aber deine zwergischen Augen sind an Dunkelheit gewöhnt. Und deswegen kannst du in Grautönen ausmachen einen Pferdeleib, der auf der Seite liegt, dessen Beine fast grotesk abstehen über einem angeschwollenen Leib, der aber weiter hinten aufgerissen ist. Und dort und über den Augen und dem offenen Maul des Tieres kreisen dichte Schwärme von Fliegen, die dieses stetige Summen auslösen. Moment, also das Tier ist aufgerissen, aber die Fliegen sind über den Augen und dem Maul. Über der offenen Wunde und den Augen und dem Maul. Überall, wo sie Zugang zu den weichen Teilen des Körpers haben. Dann schaue ich mal links und rechts, ob da noch irgendwas anderes ist. Stroh. Mehr tote Pferde. Wassereimer, ein paar davon umgeworfen. Das Geschirr dieses Pferdes, keine weiteren toten Tiere. Gut, scheint mir also nicht bedrohlich zu sein. Ich entspanne mich dann mal und sage, hier liegt ein totes Pferd. Muss das schon. Sehe ich vermutlich auch, oder? Aber und vor allen Dingen liest du es jetzt, wo ihr nah an dem Stall steht. Aber bei Angrosch, was hat das Tier aufgerissen? Geh mal davon aus, dass sich die, ich sag mal so, beiden Begleiter auch mehr oder weniger immer mit uns bewegen. Weiß ich nicht. Tamaril ist gerade bei Shuinai. Ja. Und Delian ist euch beiden gefolgt. Schaut mit zusammengekniffenen Augen an euch vorbei in den Stall. Ich gehe mal ein bisschen rein, verscheuche so mit einer Armbewegung die Fliegen, dass die alle aufstieben. Die stieben aufstürmen. Auf, das summende Geräusch wird lauter und kurz hast du den widerlichen Moment, wo viele von denen desorientiert gegen dich fliegen und gegen dein Gesicht prallen. Ein, zwei verheddern sich in deinem Bart und surren dort panisch. Und dann versuche ich mir anzuschauen, das Pferd, also ich ignoriere die Fliegen, versuche mir anzuschauen, was das gerissen haben könnte. Das sieht aus, als habe jemand mit etwas, was nicht wirklich stumpf, aber auch nicht sehr scharf oder spitz ist und mehreren davon tief sie in den Leib des Tieres gebohrt und dann aufgerissen, sonst habe man eine große Fork, also kleine Fork oder eine sehr große Gabel verwendet. Aber was dir dann auch auffällt, ist, dass das nicht die einzigen Wunden sind, sondern dass an der Kehle von dem Tier die Haut aufgerissen ist, als habe dort jemand recht drauf herumgekaut. Muss ein Mensch gewesen sein. Ein Wahnsinniger. Auf jeden Fall gefährlich. Wie sieht denn die Umgebung aus? Also, bei so einer großen Wunde müsste das ja, selbst wenn es schon ein bisschen her ist, in irgendwas, also getrocknete Blut liegen oder verklebt sein. Die Eingeweide liegen in einer widerlichen Pfütze von verschiedensten Flüssigkeiten, die aus dem Körper rausgedrungen sind, aber die Wunden am Hals haben keine Blutlache hinterlassen. Sehr seltsam. Ein wildes Tier, mein Delian?
Etwas, was noch hier sein könnte? Er schaut sich etwas nervös um. Ja, die Mutter aller Monster vielleicht. Das hört doch nur Geschwätz von einem fliegenden Ungeziefer. Tja. Interessanter ist doch, ob man nicht trotzdem hier irgendwie eine Unterkunft kriegen kann. Uns macht mehr Sorgen, was mit den Menschen passiert ist, die wir hier angetroffen und zurückgelassen haben. Das waren nämlich gute Menschen. Wechseln wir doch mal kurz zur Schule hinein, die durch den Schankraum sich bewegt. Tamarell vorsichtig hinter ihr her. Ja, wir gucken mal. Also, ich rechne mit dem Schlimmsten, aber lass mich gerne positiv überraschen. Auf der Theke steht ein Kessel, aus dem es leicht ranzig riecht. Was ist da drin? Ich gucke mal. Du wirfst einen Blick in den Kessel und siehst darin eine halb erstarrte, halb sehr flüssige Masse, was wohl mal vor ein paar Tagen eine Suppe war, die dem Verfall überlassen wurde. Und als du die Miene verziehst, siehst du an dem Kessel vorbei einen einzelnen Frauenschuh, der dahinter auf dem Boden liegt. Ein Schuh. Ein Schuh. Kein Fuß. Ich gehe mal nachgucken. So, mein Leuchtfinger. Mein Tamari verwirrt. Du neigst dich vorwärts und versuchst hinter die Theke zu schauen. Eine mehrere Handspannen von dem Schuh entfernt ist ein in einer einfachen Socke steckender Fuß, der seltsam zur Seite gespreizt ist. Und als du dem Blick folgst, siehst du den ganzen Leib, der dort ausgestreckt liegt, von Marita Blaufüchsen, die auf dem Rücken liegt, die Hände neben ihrem Gesicht erhoben und mit offenen Augen. Aber ihr Kinn ist so weit offen und zur Seite gesackt, dass es offenbart, dass in ihren Muskeln keinerlei Kraft oder Spannung mehr ist und ihre Haut sieht wächsern aus, fast als wäre sie aus einem nicht lebendigen Material, als habe jemand dort eine sehr, sehr schlechte Puppe von Marita hinterlassen. Um ihre Augen und den offenen Mund schwirren einzelne Fliegen. Oh, scheiße. Ja, dann ist sie ganz, also sie ist ja ganz offensichtlich tot. Das heißt, dann suchen wir mal weiter, ob es noch weitere Tote gibt, würde ich sagen. Es gibt die Treppe, die nach oben und hinten führt, zu den Gästezimmern, und es gibt die Tür, die zu den privaten Räumen der Blaufüchsens führt. Tja. Ich guck mal Tamarell an, ob er irgendwie. Aber der hat wahrscheinlich auch keinen Plan. Der schaut auf die Leiche. Oh. Privaträume zuerst. Die sind wo? Ich deute auf die Tür. Ich denke, zu einem Zeitpunkt könnten die anderen, wenn sie wollen, wieder zur Gruppe stoßen. Und er wollte euch noch länger mit dem Stall beschäftigen. Ja. Nein, das ist in Ordnung. Würde nur noch sagen, hat der Magier nicht was von Blut erzählt? Wirklich? Fragen wir ihn. Und ja, dann gehen wir wieder zurück. Delian folgt euch und bleibt dicht bei euch, während ihr die ganze Zeit misstrauische Blicke in alle Richtungen wirft. Als ihr in der Schankstube ankommt, seht ihr gerade, wie Schulinei zu dem einfachen Riegel bzw. Knauf an der Tür nach hinten dreht. Leiche hinter der Theke. Deutet mit dem Kopf im Stall. Leiche im Stall. Wer? Pferd. Oh. Wer? Weiß nicht, wie er hieß. Wer hier? Ja. Marika? Ihr kanntet sie also, die Leute hier? Ja. Flüchtig, gute Menschen. Tamara rückt sich nicht zurecht, das tut mir sehr leid. Der Raubritter war erst 12 oder 10 oder so. Aber, also das ist dann seine Mutter. Ja. Wart ihr schon oben? Nein.
Nein, nein, wir waren noch nicht oben. Könnte es noch hier sein? Das sieht so aus, als ob das schon eine Weile her ist. Die Suppe ist schon ein paar Tage schlecht. Schauen wir uns um. Ich gehe nach oben. Mhm. Julie, nein, du versuchst die Tür zu öffnen. Sie bewegt sich ein paar Finger breit und dann ist ein Gewicht, das dagegen drückt. Oh Gott, nein. Dann, ich habe ja einiges an Gewicht. Wäre ja eine gut genährte Frau. Das heißt, ich würde mich dann mal so mit Gewicht von der anderen Seite gegen die Tür stemmen und gucken, ob ich was auch immer hinter der Tür ist, bewegen kann. Dann würfel doch mal. Was würfel ich denn? Einfach auf deine Stärke. Sowas habe ich quasi nicht, aber das macht nichts. Ich würfel trotzdem. Oh, 3, das reicht. Sehr schön. Ist das praktisch, wenn die Leute selber würfeln können? Oh. Ja. Ja, du stemmst dich dagegen, nutzt deinen tiefen Schwerpunkt und drückst die Hüfte und Schultern gleichzeitig gegen die Tür und dann löst sich das Gewicht von der anderen Seite. Du hast dann Schleifen und dann einen dumpfen Aufschlag und die Tür geht so weit auf, dass du dich hindurchdrücken kannst. Ja, ich mach den Finger wieder an, damit ich Licht hab. Ich vermute mal, da ist kein Licht drin. Und dann gucke ich mal, was das Gewicht hinter der Tür war. Ich befürchte, ich kann es mir denken. Es ist Peldor Blaufüchsen, aber der Ältere, der Vater. Der offensichtlich mit dem Rücken gegen die Tür dort gesessen hat, als er verstorben ist. Und der jetzt auf der Seite liegt, die Leiche, die du umgeworfen hast. In eine Hand vor der Brust verkrampft und die Augen weit und staunend fast offen oder verwirrt offen. Und den Mund auch leicht offen. Und was du jetzt ganz klar sehen kannst, mehrere tiefe Bissspuren an seinem Hals. So als habe jemand nach seinen Adern gesucht und erst nach dem 4., 5. Versuch gefunden. Die heben sich dunkel und tief von der ansonsten blassen, wechselnden Haut ab. Sieht es aus, als ob da ein Tier dran genagt hätte? Oder sieht es aus wie ein Schlangenbiss? Oder... Wir haben doch irgendwie Naturkunde oder so etwas hinzugefügt. Ja, das gibt's bestimmt. Ich habe das wahrscheinlich nicht. Ich guck gerade mal. Was es gibt, ist Heilkunde und Anatomie. Ja, das können wir auch nehmen. Ja. Geht auf Klugheit. Könnte man. Ich würfe einfach mal Klugheit. Das ist, glaube ich, das Klügste. Oh, 12. Ich glaube, das ist daneben. Moment. Ich muss mal zur Klugheit scrollen, wenn es mich lässt. Schon, naja, ist ja schon ein bisschen schlau. Naja, also ich würde es jetzt nicht übertreiben. Es reicht nicht. Du bist dir zumindest relativ sicher, dass das kein Tier ist, das du kennst. Okay, ja. Evanon schaut sich das bestimmt auch an. Der ist oben. Evanon ist hochgegangen. Ach so. Da ist eine Reihe von einfachen Türen. Du erinnerst dich ja, du hast zwar draußen geschlafen, aber bist dann zwischendurch bei dem Aufruhr, den es gab, als die Rondra-Geweihte, die hier ebenfalls untergekommen war, einer von Schattengrund einen Albtraum hatte. Und du weißt, das sind lauter diese von diesen kleinen Kammern, in denen die Menschen sich dann hinlegen, um zu schlafen, getrennt voneinander. Und alle von diesen Türen stehen halb offen. Die halb offen stehen, würde ich einfach mal aufmachen, gucken, was da drin ist. Sollte ich da nichts finden, mache ich meinen Weg nämlich zu besagtem Zimmer. Zwei von den Zimmern sind leer. Als du das dritte öffnest, siehst du eine Gestalt im Bett liegen. Unter Decken, die wild zerzaust sind und teilweise sich um die Gliedmaßen gewickelt haben. Kann ich erkennen, wer das ist? Kenne ich die Person? Es ist gar nicht so einfach für dich, Menschen auseinanderzuhalten. Die kommen und gehen so schnell, aber du bist dir relativ sicher, dass du dieses menschliche Gesicht noch nicht gesehen hast. Oder du überlegst und dann erinnerst du dich vage an jemanden, der euch Kartoffeln verkauft hat. Irgendwann auf der Reise, da war ein Mensch, der dieses Gemüse bei sich hatte, das nicht besonders lecker war. Dann würde ich bei der Person auch mal den Hals untersuchen und vermutlich das gleiche feststellen, nehme ich an. Der Hals ist aufgebissen und an der Brust finden sich mehrere Stellen,
wo jemand mit sehr, sehr großer Kraft zugegriffen hat, sodass die Finger tiefe Spuren hinterlassen haben. Aber Finger, also nicht irgendwie Krallenspuren. Finger mit sehr scharfen Fingernägeln, würdest du sagen. Hm. Okay. Möglicherweise ist die Person, die da liegt, doch ein Zwerg. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ist sie tot und hat Bissspuren am Hals. Der Gentleman, der mich gerade drin erinnert, dass sie möglicherweise einer anderen Spezies angehört. Ich schau mir mal die Kleidung an, die die Toten tragen. Im Sinne von, also da wir gerade nichts haben, was uns bedroht, jemand hat aber noch nichts getroffen, gehe ich davon aus, wir können uns frei bewegen. Das heißt, wir schauen uns wahrscheinlich insgesamt alles an. Ich möchte sehen, tragen die also, sagen wir mal, Tagesklamotten oder gibt es jemanden, der irgendwie im Nachtgewand ist oder ähnliches? Oben oder unten? Ich fange unten an. Marita Blaufüchsen trägt aber ihr Arbeitsgewand, hat die Ärmel von ihrer Bluse sind hochgeschnürt, um aus dem Weg zu sein. Und sie trägt darüber auch eine Schürze. Also es wirkte so, als hätte sie noch gearbeitet oder schon gearbeitet, wann immer es passiert ist. Mhm. Aber die Schürze hat eine ganze Reihe von Flecken, die nicht nur ihr Blut sind, sondern so, als habe sie öfters die Hände dran abgewischt. Und dann schaue ich erstmal unten in die anderen Räume. Dann siehst du, findest du auch Peldor Blaufüchsen, den Älteren. Mhm. Der haltlos zur Seite gestürzt ist, als Schulinei die Tür aufgeschoben hat. Und da immer noch liegt, die eine Hand vor seiner Brust fest verschlossen. Der hat auch normale Klamotten an. Der hat seinen Wams abgelegt und die Schuhe ausgezogen. Wird abends gewesen sein. Denke ich. Ich zeige auf sein fehlendes Wams. Ein kühler Hauch geht durch den Raum, in dem ihr euch befindet, der wohl das so eine Art kleines Wohnzimmer ist. Und ihr hört Fensterläden klappern und hinter euch die Tür knarzen, als der Wind sie bewegt. Ich komme dann also, wenn in den anderen Zimmern sonst nichts mehr ist, die werde ich mir angucken. Wenn da nichts mehr ist, gehe ich dann irgendwann. Da ist keine mehr. Die Person, der doch wahrscheinlich Mensch, den du da gefunden hast, der trägt ein Schlafgewand. Und seine restliche Kleidung und ein Reisegepäck sind neben ihm aufgestapelt und gefaltet. Der gute Mann hat wahrscheinlich einen Nachttopf unter seinem Bett. Klingt vielleicht abwegig, aber ich schau mal, ob der leer ist oder halt benutzt. Der ist leer. Wird abends gewesen sein. Unten waren sie noch wach, weil er hat sich schon ins Bett gelegt. Jagt also in der Dämmerung, was auch immer es ist. Ich schaue nach draußen, also ungefähr jetzt. Draußen senkt sich die Dämmerung relativ schnell über den Berghang, an dem sich hier der Goblinpfad und die Taverne der Blaufüchsen befindet. Es riecht nach kühlem Wald, nach Tannennadeln, Pilzen, feuchtem Boden und nach der Fäulnis, die in dem Haus um sich gegriffen hat. Würde es bleiben? Das Fenster steht offen und du bemerkst dann, als du dich rauswindest, um rauszuschauen, auch dass der Riegel gebrochen ist. Würde es bleiben, wenn die Nahrungsquelle versiegt? Ja. Hast du irgendeine Idee, mit was wir es zu tun haben? Das Pferd wurde auf jeden Fall irgendwie von einem Menschen oder zumindest von jemandem etwas, das Hände hat und Waffen oder Werkzeug bedienen kann, aufgerissen. Und was es auch war, es hat den Leuten hier die Kehlen aufgebissen. Was ist mit eurem Freund Josefried? Sollte der nicht auch hier sein? Ja, sollte er. Ist er aber offensichtlich nicht. Gut für ihn. Und es fehlt auch noch der Raubritter. Ja, vielleicht haben Josefried und der Raubritter sich gerettet. Das wäre zu wünschen für die beiden. Oh, ich wüsste, wenn er tot wäre. Der Raubritter oder Josefried? Josefried. Ja, er scheint eine besondere Beziehung zu dieser Person zu haben.
Absolut. Das kann man so näher sagen. Ich würde sagen, unsere Seelen sind verschmolzen. Oh, das ist... Ich hätte gesagt romantisch, aber irgendwie fühlt sich das gerade nicht richtig an. Nein, hier ist gar nichts romantisch. Ich würde noch mal gucken, ist sonst noch irgendjemand in diesem Raum? Ich habe immer noch die Hoffnung, nichts mehr zu finden in diesem Haus, hoffentlich. Du schaust dich noch weiter um? Nein. Schränke, unterm Bett, so Klassiker. Nein. Erschreckende Abwesenheit von allem Lebendigen. Nicht mal irgendwelche umherhuschenden Mäuse oder anderes Getier. Also wir haben zwei Möglichkeiten. Ja. Erste Möglichkeit ist, wir begraben die Leichen. Wir ruhen heute Nacht hier. Wir bleiben heute Nacht hier und wir suchen morgen früh nach unseren beiden Vermissten. Und die andere Möglichkeit ist, wir lassen alles hier liegen, wie es ist, und suchen jetzt. Wie viel Licht haben wir denn noch? Die Sonne ist versunken und ihr habt nur noch diesen purpurnen Widerschein am Himmel. Wenn die beiden es geschafft haben zu fliehen und sich in Sicherheit zu bringen. Nun ja, sagen wir mal, sie haben geschafft zu fliehen und das Ding, die Person, wer auch immer, jagt nachts oder in der Dämmerung, dann besteht die Gefahr, dass sie nicht in Sicherheit sind. Jedenfalls nicht für immer. Ja. Würfel doch mal, soweit ihr selber würfeln könnt, auf Wahrnehmung und ich würfel für Rivanon. Mhm. Mein Würfel ist runtergefallen. Das passiert manchmal. Wer hat eine 15 gewürfelt, irgendwo im Off? Was? Nein, das gilt doch nicht. Gilt das? Ich bin 11 gewürfelt. Ich glaube, das reicht nicht. Nein, das reicht nicht. Schuli, nein. Die einfach nochmal gewürfelt hat. Ich kann es ja mal probieren, aber nein, der erste Gelb. Wofür hat man Schicksalspunkte? Oh ja, ich will unbedingt Josefried finden. Du siehst eine Bewegung aus dem Augenwinkel durch das offene Fenster von dem Raum, in dem ihr die Leiche von Peldor gefunden habt. Und du siehst, dass dort sich die Zweige von mehreren der Tannenbäume nahe des Pfeiles bewegt haben. Und hörst auch ein Rascheln. Und dann ein... Josefried! Ich renne! Tamarell wirkt sehr irritiert. Wo sind wir gerade alle? Weil wenn ich das mitbekomme, werde ich aus Gedanken gerissen vermutlich und gehe dann mal hinterher. Also zumindest raus, da quasi Wache zu stehen, dass nicht irgendwas reinkommt, zumindest durch die Tür. Schulinei eilt aus dem Gebäude raus, also ihr wart in dem Raum. Ich ging davon aus, dass wir gerade alle euch in dem Raum platziert haben, wo Peldors Leiche liegt. Schulinei rennt jetzt wieder nach vorne raus. Vor der Tür. Mhm. Du stellst dich vor die Tür. Was macht Bardoba? Bardoba bleibt drinnen stehen. Schaut sich die Leichen an. Mhm. Schulinei rennt raus. Mit wehendem Kaftan, weit ausgebreiteten Armen und keinerlei zur Kenntnisnahme von jeglichen anderen Umweltgegebenheiten. Mhm. Richtung Josefried. Richtung Tanne oder Baum. Tamarell kommt mit etwas Abstand hinter dir hergestolpert. Also ich freue mich sehr für euch, dass ihr... Du siehst ein paar von Katzenaugen noch so 10 Schritt weiter in der Dunkelheit aus halber Höhe in einem der großen Tannenbäume glühen. Und du hörst ein... Klingt das wie Josefried? Das klingt wie Josefried, der sehr wütend ist oder Schmerzen hat. Oh, dann wird meine Freude natürlich deutlich getrübt und energisch halte ich auf diesen Baum zu. Die Katzenaugen schwanken ein wenig hin und her, als würde Josefried auf einem sehr stark wobbelnden Ast sitzen. Wie hoch? Ungefähr auf Augenhöhe. Ach so, gut. Dann, so schnell es mir in meinem Alter möglich ist, zu diesem Baum. Da sitzt tatsächlich. Du zwinkerst im Dunkeln, um das besser sehen zu können. Aber du bist dir relativ sicher, dass der große dunkle Fleck mit den weit aufgerissenen grünlichen Augen Josefried ist. Mit ein paar weißen Haaren jetzt um seine Schnauze und an seinen Ohren.
der dort mit seinen Pfoten an den Ästen regelrecht gräbt und zappelt und einen Buckel macht und seine Hinterbeine hängen schlackernd herum und treten um sich, so als würde er versuchen, sich von irgendetwas zu lösen. Okay. Ich mach mal Licht. Du machst Licht an und siehst, dass eine sehr schmale, kleine, weiße Hand Yusufrid im Nackenfell hält, die zu einem schmalen, weißen Arm gehört, die weiter tief in dem dunklen Geäst des Baumes verschwindet. Und dort kannst du vage die Umrisse einer Gestalt ausmachen, die deine Katze wie den Ködern einer Angel vor dir hin und her taumeln lässt. Okay, jetzt ist aber echt Feierabend. Ich lass mal den Feuerfinger fallen und mache einen Katzenaugen, damit ich bei wenig Licht was sehen kann. Es wird wieder dunkel, aber gleichzeitig schärft sich dann das Bild und du siehst Yusufrid, der tatsächlich versucht, sich von dieser Hand, die ihn im Nacken gegriffen hat, zu befreien, gegen allen Instinkt einfach sich zu entspannen, wenn man dort hochgehoben wird, den Katzen angeboren ist. Und dass dahinter eine sich zusammenhockende, dünne Gestalt mit langen, aber schmalen Gliedmaßen sich halb hinter dem Baumstamm versteckt und halb dran schmiegt, während sie die Katze so hält. Und jetzt ein leises Zischen von sich gibt. Und Yusufrid langsam von dir weg und in ihre Richtung zieht, so als würde sie dich näher heranlocken. Ja, funktioniert. Ich würde vorher gerne einfach einmal Refadern rufen, weil ich weiß, dass er das sofort mitkriegt. Refanon hört, wie Shulinai einen Namen ruft. Ich fühle mich angesprochen und gehe erstmal ohne mich sehr zu beeilen. Also einen schnellen Schritt ist, aber nicht rennend. Du kommst an Tamarel vorbei, der in die Dunkelheit blinzelt und dich dann anschaut und fragt, wer ist Refadion? Er kommt. Und dann gehe ich tatsächlich in Richtung von was auch immer da sitzt und meine Katze hält. Komm. Ja, ich komme. Da kannst du aber... Eine leise und helle Stimme. Komm. Ich komme, wenn du den Kater runterlässt. Sofort. Die weiße Hand streckt sich aus und lässt deinen Kater fallen. Der mit einem Plumpsen auf allen Vieren landet, faucht und auf dich zugetrabt kommt. Ja, fein Yusufrid, Deckung. Er klettert mit ausgefahrenen Krallen an dir hoch und hängt sich dann in deine Haare und an deine Schulter. Ja, so habe ich es nicht gedacht. Gut, wunderbar, okay, dann gehe ich mal gucken, was da so ist. Ich glaube, ich würde im Zweifelsfall meinen Trusty Wander stecken. Ein bisschen fester fassen für den Fall, dass ich ihn brauche und guck mir das mal genauer an. Das Wesen hat seinen schmalen Unterarm gehoben, um sein Gesicht größtenteils zu verbergen. Was du siehst, ist ein schmaler Kiefer, der sich öffnet mit viel zu langen Eckzähnen in diesem kleinen Mund. Ich hab solchen Hunger. Komm, ich muss essen. Sie hat auch gesagt, ich soll essen. Langsam... Oh nein. Senkt das Kind die Hand und schaut dich mit großen Augen an, die die Farbe seltsam gewechselt zu haben scheinen. Von einem hellen Blau zu einem braunen Rot. Das tut mir wirklich leid, aber ich habe wirklich so Hunger. Und damit wirft sich Peldor aus dem Baum und in deine Richtung, kommt einmal auf allen Vieren auf, als wäre er selber eine Katze und springt dir dann entgegen, den Mund weit aufgerissen mit den langen Zähnen. Ich versuche, mein Stecken zwischen mich und ihn zu bringen. Ich würde sagen, mach doch einfach mal dann eine Körperbeherrschung, ob du eine Position einnehmen kannst, um irgendwie dieses seltsame Kind von dir fernzuhalten. Körper was? Okay, doch, das habe ich. Probieren wir das doch nochmal mit diesem Würfel. 8. Ja, ich habe mehr als 8. Du hältst die Stecken vor dich, die Hände von dem Kind greifen in deine Richtung, werden aber dann abgehalten. Die Zähne beißen in den Stecken und reißen tiefe Löcher in das Holz mit knirschenden Geräuschen. Die weit aufgerissenen Augen schauen dich an und es zischt, während es auf dem Stück Ast herumkaut, bevor es dann versucht, sein Gebiss wieder draus zu lösen und an dir hängt. Wie eine viel zu große, wütende Katze.
die verwirrt versucht, Halt in dir zu finden. Du siehst, dass seine Fingernägel zu eher etwas wie langen, dunklen Krallen verwachsen sind, die sich in deiner Kleidung, in deiner Haut verhaken. Das kann ich auch. Schreit auf und tatzt im Gegenzug nach der Hand, die sich an deiner Schulter festzuhalten versucht. Ja, ich weiß nicht. Also optimal wäre ja wahrscheinlich einfach erstmal K.O. hauen, falls das geht. Kann ich aber bestimmt nicht. Revanon, vor dir wird Schulinei von etwas angegriffen, das aus dem Baum hervorspringt und aussieht wie ein menschliches Kind, nur sehr blass. Okay, dann fange ich jetzt an, ein bisschen schneller zu gehen, aber ich laufe nicht direkt zu, sondern ich versuche so ein bisschen so einen Haken zu schlagen, dass ich zumindest so irgendwie hinter dieses zu blasse menschliche Wesen komme. Tamarel steht da. Ja, und damit ist er mehr oder weniger beschäftigt, zu versuchen, die Verbindungen herzustellen, wer jetzt Yusufrid ist und wer nicht. Und also wenn ich dann irgendwann da bin, werde ich versuchen, dieses Wesen, wenn es dann halbwegs menschlich aussieht, irgendwie von ihr wegzuhalten. Und ja. Als du dich langsam näherst und Schulinei es mit dem Stecken fernhält, lässt es los, lässt Schulinei fahren und fällt zu Boden, wo es sich niederhockt und leise vor und zurück wippt. Nein! Sie brauchen das Blut noch! Und dann dreht er sich um und rennt mit einer bemerkenswerten Geschwindigkeit in den Wald hinein. Was? Ihm hinterher schauend, komme ich dann ja irgendwann an. Wer oder was? Rete mal aus der Hütte raus nach diesem. Hat er aber schon ein bisschen Lärm gemacht. Was ist denn hier los? War das Yusufrid? Nein, das ist Yusufrid. Das ist Yusufrid. Was war denn los? Mein Kater. Was hast du denn gedacht? Das ist nicht wichtig, aber was... Wir gucken Kamerell verwirrt an. Wir nicht wichtig. Mehr oder weniger die Erkenntnis oder den sehr begründeten Verdacht, dass die Kreaturen, mit denen sich meine Gruppe beschäftigt hat, Vampire waren. Was? Blutsauger. Was für eine Kreatur? Ist ein Vampir? Es sind verfluchte Wesen, ehemals Menschen. Ich denke, andere Intelligente können dem ebenfalls zum Opfer fallen, die Lebenskraft stehlen. Und ihr meint, das ist hier gewesen? So ein Wesen? Ihr meint, das, was Schulinei angegriffen hat, sah so aus, ja. Also, ich wäre meine Interpretation. Was ist hier passiert? Das war Pargol. Schulinei, ja. Bei Angrosch. Sag mir, was hier passiert ist und benutzt gefälligst die richtigen Namen dafür. Terkold. Terkold? Herr Raubritter. Ja, habt mich angegriffen. Und wirklich? Wollte. Ja. Und wollte meinen. Wollte. Hat so Hunger, weil er so Hunger hat. Er ist ja wahrscheinlich schon seit Tagen allein im Wald. Ja, aber er wollte Blut. Und er sah auch nicht gut aus. Also der war bleich und ich weiß nicht, hat er mich angefasst eigentlich? Ja, der hat mehrere Kratzspuren an dir hinterlassen. Ja, okay. War der warm? War der kalt? Och, der komisch. Okay, zu kühl. Der roch nach gar nichts. Höchstens ganz schwach nach Metall oder Blut. Oh. Ja, er riecht falsch. Das Einzige, was ich gerochen habe, war Blut. Er ist zu kalt. Und er sieht auch gar nicht mehr aus wie er selbst. Also er ist bleich, er hat sehr, sehr lange Fangzähne. Und außerdem hat er Yusufrid gequält. Ist er noch ein Kind? Ja. Ist er noch ein einigermaßen unschuldiges Wesen? Da bin ich gar nicht mehr so sicher. Schau mal zu Magier. Ich gucke auf den Stab, wo er die Bissspuren hinterlassen hat. Oh ja.
Der hat wirklich gute Splitter aus dem Holz herausgerissen. Also wenn das mein Gesicht gewesen wäre, dann... Kannst du seine Fährte aufnehmen? Revanon? Würde mich wortlos daran machen, das zu tun. Ich meine, könntest du? Ah, ich drehe mich um. Ich denke... Nicht jetzt, wenn es da draußen keinen zu retten gibt. Dann nicht jetzt. Ich nicke und gucke trotzdem schon mal in die Richtung. Also. Aber also vielleicht kommen wir ihn ja. Also, was ist denn so ein Vampir jetzt eigentlich? Und wie macht man das wieder rückgängig? Rückgängig? Ja, also wir lassen den doch jetzt hier nicht so im Wald. Wir haben ein vampirisches Wesen stellen können gemeinsam und es getötet. Ich habe kein Wissen darüber, ob... Wisst ihr, das ist der Moment, wo man einen Drakoniter brauchen könnte, der sich darüber Informationen gesucht hat. Ich wüsste nicht... Ich habe keine Ahnung, ob man das rückgängig machen kann. War das eine besondere Herausforderung, das zu töten? Es hatte sehr viel mit Glück zu tun, möchte ich behaupten. Und damit, dass wir auch einen fähigen Krieger... Auch einen fähigen Krieger in der Gruppe haben. So wie ihr. Und wir mussten dem Wesen aber den Kopf abschlagen, um es tatsächlich endgültig zu erlegen. Der Halbelf ist ein Krieger? Ja. Interessant. Naja, in den Kopf abschneiden, ja. Vielleicht finden wir auch eine Möglichkeit, ihn zu retten, Wohne eure Zuversicht. Aber was tun wir jetzt? Jetzt? Ah. Entschuldigung. Was ist los? Sein ganzes Auge ist rot. Riech mal an ihm. Er riecht normal. Er riecht nach Magie, aber er roch vorher schon nach Magie, weil er Magier ist. Nein, ich habe wirklich nur gerochen. Achso. Ich habe doch gesagt, wir behalten ihn. Er riecht nach einem Mensch, der eine längere Reise ohne Bart hinter sich hat. So riecht wie wir alle. Ja, einige von euch riechen auch nach Zwerg und Elf, die eine längere Reise hinter sich haben. Ich inspiziere Yusufried und gucke, ob er versehrt ist, Es ist schwierig, ihn überhaupt von der Schulter runterzuholen, weil er sich dort fest quasi installiert hat und die ganze Zeit sein Köpfchen an deiner Wange reibt, um seinen Geruch wieder auf dich zu übertragen. Mit großer Entschlossenheit. Ja, jetzt zeig mal deine Pfötchen und deine Zähne. Sind seine Zähne normal? Du spielst an seiner Nase und in seinem Maul rum, ist er dir etwas unwillig, aber seine Zähne zeigt, die sehen genauso nadelspitz und fies aus wie vorher auch. Okay, puh. Nicht, dass ich noch eine Katze mit Fangzähnen hätte. Hallo, Yusufried. Er gibt ein leises Niesen von sich. Yusufried, was ist denn passiert? Er schaut dich an, dann schaut er zum Haus, dann schaut er in den Wald. Ja, das verstehe ich, aber wie ist es dazu gekommen? Warum sind die drei Menschen tot und warum ist der Junge im Wald und verhält sich so komisch? Was war das? Sind die krank geworden oder? Warum ist der Junge so, wie er ist? Ja, wir schauen gerade alle eine Katze an und verlangen Antworten von ihr. Yusufried legt die Ohren an, schaut hin und her. Dann springt er von Schulinei runter und schiebt mehrere Zapfen der Tanne vor euch hin. Zwei große und einen kleinen. Ja, zwei große und einen kleinen. Das ist die Familie. Dann legt er seine Pfote auf den kleinen. Ja. Bohrt die Krallen rein, hebt sie hoch. Schüttelt sie, stopft sie sich ins Maul und trägt sie mehrere Schritte weg und spuckt sie dort wieder aus. Schaut dich dann erwartungsvoll an.
Er hat den kleinen Zapfen in den Mund genommen und weggetragen und dort wieder ausgespuckt. Irgendjemand ist gekommen, hat den Jungen in den Mund genommen und ist mit ihm weg vom Haus? Nisufrieden, weg zufrieden, setzt sich hin, streckt sich kurz, tappt mehrmals mit der Pfote auf, dann nimmt er den Zapfen wieder, rollt ihn ein bisschen hin und her, trägt ihn dann zurück und stupst dann den Zapfen gegen die anderen beiden. Und dann hat er den Jungen wieder zurückgebracht und der Junge hat die Eltern angegriffen. Nee. Er leckt sich über die Nase. Okay, und wirkt ausgesprochen zufrieden. Das sagt Josefried. Und dann gibt es noch diesen Kartoffelbauern. Ja. Tannenzapfen. Ja gut, der ist ja nicht wichtig in der Geschichte. Der ist kollateralschaden. Dann nimmt er irgendwie einen Brocken Moos und lässt den neben die anderen Sachen fallen und stupst den auch nochmal an. Passenderweise wäre es eine Kartoffel gewesen, aber ich sehe an, dass es hier keine gibt. Okay. Josefried wirft dir so einen Katzenblick zu. Wirklich. Really? Gut. Also, das musste jetzt natürlich noch übersetzt werden. Also irgendjemand war hier und hat den Jungen verführt. Ja, oder also auf jeden Fall hat irgendjemand was mit dem Jungen gemacht, damit er so geworden ist, wie er ist, dieser Vampir. Wie heißt das? Vampir heißen die Kreaturen, Vampir, korrekt. Ja. Was hat denn den Jungen dazu gebracht, von euch abzulassen? Nachdem er offensichtlich seine Zähne in deinen Stab... Oh, ja, der hat irgendwas gesagt. Die brauchen nein. ihr Blut noch. Ja. Wir? Hat er nicht an, dass, gesagt? Nehmen wir an, dass Sie wir gemeint Sie brauchen haben. Ihr Blut noch, wirft Tamaril ein. Ich habe ein ziemlich gutes Gedächtnis. Ja, irgendwas muss man ja können. Sie, also wir... Spuckt er das irgendwo aus oder wie macht er das? Das klingt merkwürdig. Sie brauchen ihr Blut noch. Ach so, ich weiß nicht, vielleicht. Es hat fast so gewirkt, als ob er nicht mit uns redet, sondern mit jemand anderem, der nicht da ist. Es ist eigentlich aber egal, weil es nichts an dem ändert, was wir tun werden. Wir kümmern uns jetzt um diese Leichen, bestatten sie so gut es geht, bleiben die Nacht hier, wachen und. Morgen bei Licht folgen wir den Spuren, falls das geht. Ja. So machen wir es. Ich halte dann mit Schwester Laniara eine Andacht. Mit wem? Schwester Laniara, der Zageweiten aus Tragen. Zageweiten? Foot. Ja, natürlich, ich habe sie ja in der Urne dabei, also in diesem Einmachglas. Ah ja. Ja, gut. Tamara, setz kurz an, was zu sagen, dann murmelt er nur, ich werde das nicht hinterfragen. Ja, gut. Ich fange mal an, ans traurige Werk zu gehen und die Leichen rauszutragen. Hoffe, dass Rebanon ein Auge auf den Wald hat dabei. Denn er das steht. Ist ja nicht so elfische Arbeit. Wachenderweise dort und hat ein Auge in den Wald, ja. Also zwei. Schaue auch wenn jeden... Wenn die Gräber ausgehoben werden, sie sind vielleicht 2 Fuß tief mittlerweile, die Gruben, in die ihr die Leichen betten wollt, sieht Revanon wie am Waldrand so 30 Schritt entfernt mehrere von den Farnen sich hin und her biegen und die weiße, geduckte Kindergestalt in abgerissener Kleidung sich dort vorsichtig durchs Unterholz schiebt und in eure Richtung schaut. Die Augen reflektieren das Licht von Tamarels brennendem Stab und von den paar Lampen, die ihr rausgebracht habt, um euch Licht bei der Arbeit zu spenden. Ähnlich wie die von einer Katze, nur in Rot statt in Grün oder Gelb. Die anderen sind in meiner Nähe, oder? Okay, das kann ich schon mal anlegen in die Richtung. Ich feuere aber nicht und sage einfach in kräftigem Ton Bardoba. Bardoba legt die eine behelfsmäßige Schaufel oder ähnliches, was sich einer hat finden lassen, zur Seite. Yep. Wir haben Besuch.
Was sollen wir tun, frage ich dich. Die Gedankenstelle bewegt sich langsam in einem Halbkreis an dem Waldrand entlang. Es schaut immer wieder in eure Richtung. Und Revenant kann auch ein leises Murmeln von dort hören. Muss noch sammeln. Ich brauche mehr. Scheint nicht alleine zu sein. Nicht genug. Sollen wir es vielleicht so machen wie in der Patien? Du erinnerst dich. Vor 3 Jahren. Ich nicke. Aber wer ist an der Köder? Ich schau zu Delian. Delian, der die Emme hochgekrempelt hat und in einem der Gräber steht, wo er weiterhin versucht, eine hartnäckige Baumwurzel durchzuhacken, schaut hoch. Darüber an. Ich nicke nochmal und schau wieder in die Richtung von der Gestalt. Nicht ruhig genug. Was ist mit dem Rotauge? Der macht gerade Pause und lehnt mit einer Flamme versehenen Stab an der Wand, während er etwas von dem leichten Bier, das nicht verdorben war, zum Glück trinkt, das ihr in der Taverne gefunden habt. Ich glaube, du musst das machen, Revanon. Seufze, lass den Bogen sinken und pack ihn weg. Und dann guck dich nochmal an und gehe so, dass ich sichtbar bin für dich in Richtung Waldrand. Mit einem leisen Rascheln verschwindet die bleiche Gestalt erstmal tiefer im Wald, als du dich langsam näherst. Ich schlage einen kleinen Bogen, hocke mich irgendwie hinter einen Stein oder ähnliches, sodass ich Revanon, sagen wir mal, noch in 15 Meter Entfernung habe, aber Richtung Gestalt mich versuche zu verstecken und mache meine Bola bereit. Und dann bedeute den doch anderen mal auf dann, Schleichen und Verstecken. Oho, mein bester Wert. bedeutet den anderen sich, naja, wir sind intelligent, die werden sich entweder verstecken oder zurückziehen, aber hoffentlich nicht gab. Delian gräbt so weiter. Unterhält sich leise mit Tamarell. Nein, ich hatte auch, mir war auch nicht klar, dass es, ich wusste, dass es eine Katze, dass sie eine Katze hat, aber ich dachte, sie redet noch von jemand anders. 10, das reicht nicht. Ich finde aber die Idee sehr gut. Ich werde das nochmal würfeln. Mit einem Schicksalspunkt. Und ich will mal so werfen, dass es auch zu sehen ist. Fliegender Würfel. Ha! Perfekt, das reicht. Eine 4. Ja, du schiebst dich durch halb hohes Gras und gehst dann neben einem Büschel Farne hinter dem Stein in Deckung. Du hockst in nassem Gras und feuchtem Moos. Toll. Und hörst, wie mehrere Schritt weiter Revanon sich langsam dem Waldrand nähert. Was tust du, Revanon? Ich tue so, als würde ich nach irgendetwas Ausschau halten. Nicht direkt in die Richtung, aus der ich vermute, dass die Gestalt wieder kommt. Aber da versuche ich meine Aufmerksamkeit zumindest hörtechnisch ein bisschen hinzulenken. Und dann suche ich irgendwas auf dem Boden. Also ich tue so, als würde ich irgendwas auf dem Boden suchen. Kannst du aus dem Augenwinkel ausmachen, wie zwei blasse, dünne Arme etwas Laub beiseite schieben und dann langsam das schmale Kindergesicht mit den großen dunklen Augen sich vorschiebt und dich beobachtet? Ich wende dem demonstrativ halb den Rücken zu. Nur halb. Ein Arm schiebt sich vor und wird regelrecht wie eine Pfote abgesetzt, als das Kind dann auf allen Vieren langsam das Gewicht nach vorne verschiebt, Beine nachzieht und in der Hocke gebannt auf Rivanons Rücken und Schulter starrt und dann langsam den Mund öffnet mit den Zähnen, die unmöglich groß erscheinen dafür, dass sie, während er den Mund geschlossen hält, hinter den Lippen verborgen sind. Ein leises, noch nicht mal ein Fauchen, ein konzentriertes Ausatmen erklingt. Und dann springt das Kind hoch, als habe man eine Sehne durchgeschnitten und der Bogen schnellst davon. Also bei dem konzentrierten Ausatmen würde ich zwischen den Zähnen so ein bisschen pfeifen und dann bin ich vermutlich damit beschäftigt, nicht zu sterben. Ich warte auf den richtigen Moment, um dann die Bola zu werfen und ziele auf die Beine des Kindes.
Ja, genau. Was sich hier hinter den Felsen versteckt. Und hier aus den nicht gezeigten weiteren Bäumen kommt das Kind heraus. Das wir hiermit darstellen. Und springt Revanon an. Ja, ich habe quasi auf diesen Moment gewartet. Wenn ich sage Bola, meine ich übrigens Fledermaus. Sagt die ganze Zeit Bola, das ist ein anderes System, anderer Charakter. Gleiches Prinzip. Mhm. Und das Kind schafft es tatsächlich, Revanon in den Nacken zu springen und einen Biss zu setzen. Du spürst, wie zwei Zähne, wie zwei sehr kleine, aber harte und runde Dolche in deine Haut eindringen und tief hineinfahren, sich in deinem Fleisch festsetzen und dann das bizarre und vollkommen ungewohnte Gefühl, dass ein Sog ausgeübt wird und dir regelrecht etwas entzogen wird, während sich ein kalter Mund mit schmalen Lippen fest um deinen Rücken schließt, deinen Nacken und Halsansatz. Ich gebe mir große Mühe, nicht auszusehen, als wäre ich vollkommen fassungslos, dass er schneller war als ich. Aber ich bin vollkommen fassungslos, dass er schneller war als ich und versuche ihn irgendwie von mir runterzudrücken. Mhm. Dann versuch doch mal, dich in einem waffenlosen Angriff, um das Kind loszuwerden. Mhm. Ich würfel mal für dich, wenn das okay ist. Das kannst du gerne tun. Eine 14. Mhm. Wohl eher nicht, aber ich kann einen Schicksalspunkt ausgeben, weil ich bin gerade ziemlich gestresst. Ich warte mal, bis die richtige Zahl oben ist. Eine 6, das sieht doch viel besser aus. Ja, das reicht. Du greifst nach hinten, packst eine Handvoll von verfilztem Haar und eine schmale Schulter und zerrst. Mit einem schmerzhaften Schmatzen und Reißen lösen sich Mund und Zähne wieder von deinem Hals und du wirfst das Kind von dir, das aufkommt und über den Boden rollt und dann hochspringt und schwankt und kurz einen Moment da steht und zwischendurch hin und her schaut, was die Gelegenheit für Bardobar wäre, einzugreifen. In dem Moment kommt eine Fledermaus angeflogen. Du hast übrigens... Und trifft. Ich habe übrigens... Nein, Revanon hat 4 Trefferpunkte verloren durch den Biss. Aha. Und das Blut, das das Kind von dir getrunken hat. Du hast einen Treffer mit deiner Bola gelandet? Ja, einen sehr schönen Treffer mit meiner Fledermaus. Mit deiner Fledermaus. Mit einem die Sohn, sich hoffentlich jetzt um die Beine meines Ziels wickelt. Mit einem Surren fliegen die geflochtenen Schnüre mit den Gewichten am Ende auf das Kind zu und dann gibt es das Klackern, als diese Gewichte sich mehrfach um die Beine wickeln und aneinander stoßen. Das Kind hat wieder angesetzt zu einem weiteren Sprung auf Revanon zu, den Mund weit geöffnet und fällt dann tatsächlich hin, windet sich am Boden und versucht nach den Fäden zu greifen, die Gewichte zusammenhalten. Kreischend. Ha! Erwischt! Rufe ich. Kommt alle herbei! Würde versuchen, die Arme irgendwie unter Kontrolle zu bringen von dem Kind. Mach einen weiteren waffenlosen Angriff, der ist aber um 2 erleichtert. Das bin ich. Ja, jemand müsste für mich würfeln. Jemand hat eine 6 für dich gewürfelt. Das reicht. Du schaffst es tatsächlich, das Kind zu Boden zu drücken. Es ist sehr viel stärker, als es sein sollte bei seiner Größe und so dünn, wie es ist. Aber mit einem Knie auch auf seinen Knien und beiden Händen jeweils im Griff schaffst du es, dort festzupinnen, während es unter dir versucht, sich hin und her zu winden und dir ins Gesicht faucht mit diesen langen Zähnen. Du riechst Blut, ein eigenes, auf seinem Atem. Ich nehme an, Bardobar kommt dann dazu oder hältst du Abstand? Ja, nein. Ich springe an, wenn ich sehe, dass Ribanon in einem Ringkampf sozusagen da beschäftigt ist. Würde ich ich habe ja ein Stemmeisen mitgenommen. Mhm. Was ich denn damit machen? Ich nehme das Stemmeisen und haue irgendwie so zwischen den Fledermausstrieben in den Boden rein. Weil das sozusagen ist jetzt also nicht ohne weiteres möglich ist, ich sag's mal so, einfach aufzuspringen und sich irgendwie der Fledermaus zu erledigen. Du hältst das in einem Winkel rein, rammst es dann rein und triffst zu deinem Glück eine von den dicken
knorzigen Wurzeln der Tanne, unter der ihr gekämpft habt, sodass sich das scharfe Messer dort hineingräbt und die Fessel dort festpinnt. Das Kind gibt ein Wimmern und ein Jaulen von sich, fast wie ein Welpe, der irgendwie unter Schmerzen schreit und versucht dann nach Revadons Handgelenk zu beißen. Aber zu deinem Glück nicht sehr erfolgreich. Versuche ich die mich... Die Zähne schnappen in der Nähe von deinen... Versuche mich so ein bisschen wegzuhalten im den Kampf. Zusammen. Shulinai kommt dazu halt. Und läuft an der ganzen Szene vorbei. Ich glaube, es war lustig. Ihr wart auf meinem Bildschirm gerade nicht zu sehen. Ich bin, ja. Gut, da seid ihr. Du siehst nur, was du in Sichtlinie hast. Ah, okay, deswegen. Und wenn ich hier lang laufe, sehe ich die dann nicht. Wie lustig. Schön, geht er weg. Kommt ich wieder. Ich versuche mich umzudrehen. Gut, ich bleibe jetzt hier stehen. Was passiert hier? Ich muss essen. Ich muss von euch essen. Es tut mir so leid, aber ich kann nicht anders. Ja. Was genau wollt ihr jetzt? Meine Lippen zittern um die vorstehenden massiven Zähne. Ich habe solchen Hunger und ich brauche mehr, als ich selber brauche. Ich muss ihm Blut bringen. Das tut mir so leid, aber ich muss ihm Blut bringen. Hat er dich gebissen? Ist das eine Bisswunde? Ja, Rivalon blutet aus zwei tiefen Wunden am Nacken. Ja. Ich mach mal, also schön anlecken und. Dass ich mich gerade nicht wehren kann. Ja. Also, ich würde einen Hexenspeichel machen. Ja. Genau. Damit er. Moment, ich muss nicht da würfeln. Gut, ist hoffentlich nur eine kleine Wunde, oder? Ja, waren nur 4 Trefferpunkte. Okay, dann. Ui. 7. Ja, das reicht. Also, sprich, diesmal funktioniert es auch. Ich spuck nicht nur einfach irgendwo drauf. Es macht auch die oberflächliche Verletzung. Ich glaube, abgeleckt hast du mich das letzte Mal. Oh ja, stimmt. Abgeleckt. Hätte ich vielleicht wieder machen sollen. Gut, nein, diesmal wird einfach nur schön Spucke verteilt. Ich rufe mal den anderen zu. Besorgt ein Seil oder irgendwas. Während wir weiter versuchen, den festzuhalten. Tamarell sieht jetzt das Interesse. Delian, such ein Seil! Wenn er geballt auf die Szene starrt. Und dann versuche ich mich mehr oder weniger auf den Jungen zu setzen, damit er seinen Körper nicht mehr hin und her werfen kann. Also, ja. Habe ich das richtig verstanden? Ja, jemand anderes still und starrt nach oben. Ja. Jemand braucht unser Blut? Es war immer nur ein Spiel, aber jetzt habe ich wirklich ganz schlimme Dinge getan. Und die werden nicht einfach wieder gut. Ich habe erst das... Aber das Pferdeblut war... Es hat nicht geholfen. Du kannst da nichts für. Es ist nicht deine Schuld. Behaupte ich jetzt mal. Es ist nicht deine Schuld. Irgendwas ganz Schlimmes ist mit dir passiert. Weißt du, was mit dir passiert ist? Was ist mit dir passiert? Wie hat das angefangen? Wie bist du so gewonnen? Seit wann hast du so Hunger? Die riesige schwarze Katze hat mich mitgenommen. Schwarze Katze? Riesige. Aber... Mit Flügeln. Schwarze Katze mit Flügeln. Und ich hab mir in die Hose gemacht und dann bin ich eingeschlafen. Das ist nicht schlimm. Das kann passieren. Das ist uns allen schon passiert. Dann waren wir in einem Turm und da war ein alter Mann mit riesigen Zähnen und eine weiße Frau. Sie sagte, er soll mich verändern und er hat mich gebissen. Das hat furchtbar weh. Okay. Und als ich wieder aufgewacht bin, hatte ich Hunger. Ich hatte so furchtbaren Hunger. Und dann hat sie gesagt, das Einzige, was ich jetzt noch essen kann, ist Blut. Und sie lässt mich nur leben, wenn ich ihr davon welches bringe. Wo sollst du es denn hinbringen? Sie sagte, sie wird mich holen. Einmal im Monat. Und ich will nicht, aber ich kann nicht anders. Okay. Delian kommt angerannt mit einem Seil in den Händen. Ja, ich kann. Wann ist der Monat um? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie lange ich
geschlafen habe. Ich fange mal an, die Arme auf dem Rücken zu fesseln, wenn wir das irgendwie hinkriegen. Ja, gerade leistet dir keine Gegenwehr. Ich helfe dir trotzdem. So, Herr Magier, was machen wir jetzt? Ich will das im... Ich habe euch gesagt, ich habe keine Ahnung, ob man das rückgängig machen kann. Ja, das ist jetzt die Gelegenheit, sich was auszudenken. Ja, erwartet von mir, dass ich eine Lösung für einen uralten Fluch finde, der für viele Leute nur eine Märchensage ist. Und das jetzt. Sofort. Sagen wir bis morgen früh. Ich habe keine Literatur darüber. Ich habe keine Informationen. Ich kann versuchen, den Jungen zu analysieren, ja. Ja, das klingt doch schon mal nach irgendwas. Ja. Ich verstehe nicht, was ihr damit meint, aber es klingt nach irgendwas. Kurzer Einschub, wäre es bedenklich, wenn wir sowas wie einen gemeinschaftlichen Aderlass machen? Gesundheitlich? Also nein, gesundheitlich macht das nichts, das weiß ich. Aderlass ist gut. Magisch wäre das bedenklich. Also ich meine, er hat ja offensichtlich Hunger und es scheint ihm wahnsinnig zu machen. Vielleicht wird er ein bisschen ruhiger und zugänglicher und kann uns mehr erzählen, wenn wir ihm vielleicht einfach ein bisschen Blut geben. Oder ist das schlecht? Das klingt schlecht. Kann ich nicht sagen. Aber ich würde Herrn Barnoba zustimmen, dass man mit einem solchen Fluch nicht leicht... Also, dass nicht einfach so Larifari umgehen sollte. Ich werde Ihnen eine Analyse unterziehen. Gut, mach mal. Denk mich mal so ein bisschen runter jetzt, wo seine Bewegung mit dem Kopf eingeschränkt ist. Mhm. Er verdreht die Augen in deine Richtung, um dich anzuschauen. Es ist beunruhigend, dass er kein einziges Mal gezwinkert hat, glaubst du, seitdem ihr ihn zu beunruhigen habt. Weißt du, wohin? Ich lenke ihn mal so lang. Achso, gut. Ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast. Doch recht gehabt. Weißt du wohin? Zum Turm. Ja. Ein einsamer Turm. Es war dunkel. Yusuf Frieda hat gesagt, etwas Großes hat ihn in den Mund genommen. Aber eine geflügelte schwarze Katze? Klingt für mich so, als könnte Yusuf Frieda eine geflügelte schwarze Katze als groß bezeichnen, ja. Ja, aber es gibt doch keine geflügelten schwarzen Katzen. Große geflügelte schwarze Katzen. Es gibt auch keine, wie habt ihr sie genannt? Vampire? Ja doch, ganz offensichtlich gibt es die wohl schon. Ja, vielleicht gibt es dann auch große geflügelte schwarze Katzen. Es gibt ja immer noch Halbelfen, also. Und es gibt Mischungen aus Frauen und Vögeln. Also vielleicht gibt es auch eine Mischung aus einer Katze und einem Huhn, nur halt sehr groß. Eine Mischung aus einer Katze und einem Drachen. Ich stelle mir das gerade sehr bedrohlich vor, so eine Hühnerkatze. Drachenkatze. Nennen wir sie Drachenkatze. Gut, Drachenkatze. Der Junge schaut Reva nun weiter an. Weißt du, was du essen kannst? Wenn das Pferd nicht gut war. Nur von Menschen. Bitte, ich. Warum hast du denn ihn gebissen? Er ist doch kein Mensch. Ich glaube, er wäre auch gegangen. Ich habe bisher nur von Menschen gegessen. Hm. Ja. Ich habe von meinen Eltern gegessen. Es ist gut. Es ist nicht deine Schuld. Ich will nicht mehr. Es ist nicht deine Schuld. Wir werden tun, was wir können, um dir zu helfen. Tamriel hat sich neben ihm konzentriert versenkt und leise formelnd vor sich hin. Blöde Frage an den Spielleiter. Wie weit ist die Brücke weg? Eine Tagesreise ungefähr. Okay, danke. Der Junge beruhigt sich wieder ein wenig. Ich denke... Ihr müsst gar nichts machen.
Ihr lasst mich einfach hier. In Ordnung? Das können wir leider nicht machen. Wir müssen dir irgendwie helfen. Wir können dich nicht einfach hier lassen. Und was mache ich dann? Ich habe meine Eltern getötet. Glaubt ihr, das wird wieder gut? Ich... Zugegeben, es fühlt sich schal an, wenn jetzt jemand sagt, wir haben alles Schlimmes erlebt. Nein, also ich habe meine Eltern nicht getötet und ich glaube nicht, dass das irgendjemand hier gemacht hat. Aber es ist nicht deine Schuld. Irgendein Monster hat dich zu dem gemacht, was du gerade bist, und vielleicht können wir dir helfen. Ich stelle mal so meinen Bogen ein bisschen auf. Man könnte sagen, dass mein Bogen Dinge tötet. Das wäre richtig, aber falsch. Denn ich bin es, der den Bogen führt. So könnte man sagen, es warst nicht du. Ich bin kein Bogen. Ich weiß, was richtig und falsch ist. Ich hab's trotzdem getan. Und der Mann hier wird wissen, was wir mit dir machen. Tamara lehnt sich zurück. Und? Ja. Hat latente magische Kräfte, die er mit Sicherheit vorher nicht hatte, sonst wäre das irgendwann schon aufgefallen bei seinem Alter. Die müssen mit seiner Verwandlung zu tun haben, aber mehr kann ich... Mehr kann ich auf dem Weg nicht feststellen. Das geht... Ich wage fast zu behaupten, das geht über das Magische hinaus. Wir bräuchten einen Geweihten. Wir brauchen noch ein bisschen Ruhe. Wir nehmen den Jungen mit. Punkt. Wie wollt ihr das tun? Ich schaue zum Baum. Erstmal binden wir ihn. Ich glaube nicht, dass es im Haus sicherer ist als draußen. Also, wir binden ihn erstmal hier an den Baum sitzend. Vielleicht können wir dann abwechselnd ein bisschen Ruhe finden. Morgen früh schauen wir weiter. Und dann schauen wir, ob wir zusammen weiterreisen können. Gut. Was ist mit dem Turm? Ach ja, der Turm. Siehst du, ich bin müde. Ja, vielleicht müssen wir uns auch diesen Turm ansehen. Dann muss Delian den Jungen bewachen oder sowas. Der war weit weg. Ich habe ihn vorher noch nie gesehen. Der Turm? Ja. Wie, weißt du, die geflügelte Katze? Ja. Weißt du, du hast gesagt, du bist eingeschlafen, während die geflogen ist? Ja. Das Bewusstsein verloren wir. Gut. Also du weißt nicht, wie lange ihr geflogen seid. Nein. Es war dunkel, als wir aufgebrochen sind. Es war dunkel, als wir ankamen. Also, ich verstehe ein bisschen was von Flugdistanzen, ja. Also, selbst wenn das in derselben Nacht war, da geht einiges. Deswegen, dieser Turm könnte wirklich, wirklich weit weg sein. Falls niemand von euch hier in der Gegend einen Turm kennt, würde ich sagen, wir schwimmen da ziemlich im Trüben. Er stand einzeln auf einer Hügelkuppe, aus dunklem Stein. Was wir tun können, ist, wir können einen... Schau mich mal um. Wir können auf einen hohen Punkt steigen und wir können uns umsehen. Vielleicht sehen wir einen Turm. Das... Wenn ich ein Turm wäre, dann wüsste ich das. Ich habe all diese Täler erkundet. Terkol, der Raubritter. Ja. Ihr wartet also, bis es morgen wird? Wir werden warten, bis es morgen wird, ja. Ja, die Sonne zieht weiter. Der Mond über euch hinweg. Also, der Plan ist ja, immer einzeln da zu bleiben und ihn zu bewachen. Also wahrscheinlich wirst du die ganze Zeit ihn bewachen. Vermutlich. Und ich werde ja hin und wieder Gesellschaft leisten, aber dann auch mal wegnicken. Also ich schlafe mit Yusufried. Beim Morgengrauen sind Bardoba...
und Revanon bei dem Jungen. Der ist ruhig geblieben die Nacht über, aber hat nicht geschlafen, nicht die Augen geschlossen, quasi nie gezwinkert. Und als dann der erste pfirsichfarbene Schein am Horizont erscheint, schaut er auf. Und es läuft ein Zittern durch seinen Körper. Als dann der erste Sonnenstrahl um das Haus herum schleicht und seine am festgebundenen und am Boden festgepinnten Beine trifft, gibt es ein leises Puh und Flammen fangen an, über den Stoff seiner Hose zu tanzen und dann über seine Haut. Revanon ist derjenige, der wach ist. Irgendwann beißt so fest die Zähne aufeinander, dass seine Fangzähne sich durch seine Lippe bohren und starrt stur geradeaus und versucht offensichtlich Schmerzenslaute zu unterdrücken, während die Flammen sich mit den vorwärts tastenden Sonnenstrahlen weiter seine Beine hoch bewegen. Ich würde meinen Umhang abziehen und versuchen, die Flammen auszuschlagen, was vermutlich nicht viel Erfolg mit sich bringt. Ein lautes Rauschen und dann das Geräusch von wiederholt zu Boden geschlagenem Stoff und Händen, die versuchen, irgendwie auf etwas aufzutrommeln, wecken Bardoba. Und du siehst, wie Revanon versucht, den Jungen zu löschen, der in Brand steht. Was? Was ist hier passiert? Mehrere Zweige werden von einem plötzlichen Windstoß beiseite geweht und der Junge sitzt in vollem Sonnenlicht und mit einem Mal steht sein ganzer Körper in Brand, im goldenen, hellen Feuerschein. Und jetzt fängt er an zu schreien. Was machst du? Würde ich ihn wirklich verbrennen, hilf mir. Was weiß ich, ja. Ich werfe Dreck auf den Jungen. Auch wer drin ist, wird jetzt wach, weil draußen das Kind wie am Spieß schreit. Was passiert hier? Was machen wir? Warum brennt er? Mit einem Knistern rollt die schwarze Haut zurück und ihr seht darunter die Knochen zum Vorschein kommen. Der Schrei erstirbt mit einem letzten Hauchen und Gurgeln und dann sackt langsam die ganze Gestalt inklusive des Skeletts zu einem grauen Staub zusammen. Werft den Umhang beiseite. Was habt ihr gemacht? Habt ihr den verbrannt? Ihr habt den nicht wirklich verbrannt. Oh, ihr Götter, ihr habt nicht wirklich noch jemanden verbrannt. Evanon, was ist passiert? Was hast du gemacht? Was? Nichts habe ich gemacht. Würde ich ihn wirklich verbrennen? Und warum hätte ich warten sollen bis zum Morgen? Was ist passiert? Die Sonne ist aufgegangen. Was ist passiert? Die Sonne ist aufgegangen und er hat angefangen zu brennen. Die Sonne hat ihn verbrannt. Tamarell kommt um die Ecke gestolpert und mit seiner Robe falsch geknöpft. Was? Oh nein. Aber der Junge ist... Aber er war doch schon seit Tagen. Er muss das doch gewusst haben. Was muss er gewusst haben? Alle gucken Tamarell an. Ihr sagt, er ist bei Sonnenaufgang in Flammen. Oh. Entschuldigung. Ja. Wenn die Sonne für ihn tödlich war, das muss er doch gewusst haben. Wie? Was heißt die Sonne? Was heißt die Sonne ist für ihn tödlich? Woher wisst ihr das? Und woher hätte er das denn wissen sollen, selbst wenn es so wäre? Warum wussten wir das nicht? Ja, warum wussten wir das nicht? Ich ging jetzt davon aus, dass... Das weiß die Sonne man ging doch. Auch und der Junge ist gestorben, richtig? Richtig. Und bei ihr hat schon mehrere Tage als Vampir verbracht. Woher sollen wir das wissen? 1-2 Tage oder 3 oder wie viel auch immer? Vielleicht auch mehr? Was tut das zur Sache? Sonnenlicht also. Wir sind hier nicht, um irgendwelche Schlüsse zu ziehen und dass ihr irgendwelche Ideen überprüft. Wir wollen wissen, was ihr gewusst habt. Nichts dergleichen. Das heißt, Vampire sind von Göttern verflucht. Ich hätte die Verbindung nicht hergestellt, aber jetzt... Praios Licht schien auf ihn. Ziehe mein Schwert, Machetending, und komme Tamarell sehr nah. Sehr nah. Ich schwöre, ich habe das nicht gewusst. Es ist nur ein Schluss, den ich jetzt ziehe. Ich hätte dem Jungen sicherlich nichts getan. Ich frage mich nur, warum er nichts gesagt hat. Man lässt Tiere nicht verbrennen, wenn man auch eine andere Möglichkeit hat.
Und können gehe dann einfach an ihm vorbei. Vielleicht heute niemanden mehr umbringen. Danke. Das ertrage ich nicht. Auch nicht aus Versehen. Als ich diesen Jungen gestern Nacht an diesem Baum festgebunden habe, hattet ihr da irgendeine Idee davon, dass das heute passieren könnte? Nein, ich schwöre euch, nein. Gut. Dann reicht mir jetzt nur meine Wut auf mich selbst. Ich habe nicht darüber nachgedacht, die andere Kreatur haben wir auch nur im Dunkeln gesehen, aber das... Ich meine, vieles Bösartiges kriecht nur im Dunkeln herum. Wir haben einen Jungen getötet. Ich habe einen Jungen getötet, damit wir das rausfinden konnten. Nein. Wir haben niemanden. Also doch, wir haben Leute getötet, aber mit Sicherheit nicht diesen Jungen. Was erzählst du? Ich habe den Jungen an den Baum gebunden. Heute Morgen ist er tot. Ja, aber das ist doch nicht... Also... Wenn es wirklich so ist, dass die Sonne ihn verbrannt hat, dann hat Praios ihn getötet. Tamaril nickt, wertfrei zustimmen. Kann man mögen, muss man aber nicht. Aber ist nicht deine Schuld. Ist genauso wenig seine Schuld, dass er seine Eltern gegessen. Oh Gott, oh, ich glaube, ich muss kotzen. Entschuldigung. Yusufri trabt neben dir her. Ja. Ich gehe auch einfach weiter zu dem Waldstück, wo wir den Jungen ursprünglich aufgegabelt haben. Diese Reise ist eine Reise voller teurer Kosten. Zu wissen. Ich hoffe, dass sich dieses nicht als nutzlos erweisen wird. Oh ja. Aber eigentlich ist es schon jetzt den Preis nicht wert. Ich hätte lieber gewusst, ob man dem Jungen helfen kann, als das Sonnenlicht ihn tötet. Das wissen wir zugegeben jetzt nicht, aber... Wir wissen, wohin er gebracht wurde. Und, ja, zumindest vage beschrieben, wer es ihm angetan hat. Ist von dem was übrig? Grauer Staub. Feiner als Asche. Gibt's in dem Haus auch ein kleines Einmachglas? Ja. Kann ich den mitnehmen? Also ich sammle ihn dann so ein bisschen ein und dann habe ich ein großes Einmachglas für Lanyare und ein kleineres Einmachglas für den echten Raubritter Terkold. Lenai, ich habe ja nichts gesagt bei deiner Freundin. Aber findest du nicht, wir sollten den Jungen, wenn das ist, was von ihm übrig ist, irgendwie hier zu Hause lassen? Bei seinen Eltern? Ja, in aber... Erde? Was ist dein Grund, ihn in diesem Glas mit dir rumzutragen? Mein Grund, ihn in diesem Glas mitzutragen, ist: erstens hat der arme Junge ja nichts gesehen von der Welt in seinem Leben. Und zweitens ist er wird auch er nichts mehr sehen von der Welt in seinem von Leben. Der Sonne verbrannt worden. Und ich denke, dass man den vielleicht nicht einfach hier auf dem Acker begraben sollte, sondern in geweihter Erde. Na gut. Dann sollten wir geweihte Erde suchen. Dann sollten wir... Oh, ich will nichts annehmen oder dergleichen, aber ich nehme an, dass wir dann Reisevorbereitungen treffen und aufbrechen, richtig? Ja. Sind alle Eltern bestattet? Und der Kartoffelkutscher? Ja. Gut, dann... Ja. Dann machen wir uns fertig, machen uns bereit und... Brecht auf. Richtung Westen. Brechen auf, wahrscheinlich Richtung, ja, in unsere Richtung und vielleicht in Richtung eines hohen Berges, von dem man vielleicht, also... Nach einem Turm Ausschau halten könnte. Nach einem Turm Ausschau halten kann. Holt mich jemand ab im Wald oder wartet ihr einfach, bis ich zurückkomme? Ich gehe davon aus, dass du uns findest. Ja. Etwas zerstreut also, bricht die Gruppe wieder auf und reist nach Westen auf der Suche nach geweihter Erde und einem Turm. Und an dieser Stelle... würde ich dann für heute die Sitzung auch erstmal wieder beenden. Und mich entschuldigen. Ich entschuldige. Wofür? Das war schon gemein. Vielen Dank fürs Mitspielen. Ja, es war sehr gemein, ja. Aber es war ein damit guter, muss man leben. Guter Twist. Es war ein guter Twist. Ja. Davon, Rollenspiel lebt nicht davon, dass man nur
die Charaktere gute Laune haben und nur positive Erlebnisse. Vor allem nicht so ein Abenteuer. Da war das perfekt. Nee, nicht perfekt. So ein das Schlimme ist die Diskrepanz zwischen dem, was du befürchtet, was passiert, und dem dann, was, also, und dass du als Charakter aber nicht drauf reagieren kannst, weil du, dein Charakter weiß es nicht. Der hat keine Ahnung, was da gerade passiert. Ja. Trotzdem finde ich es eigentlich sehr, also nicht schwierig, das auszublenden, ne, und zu überlegen, was würde, what would Baduba do, oder was würde man tun in so einer Situation, und dann halt einfach nicht zu sagen, oho, wir gehen in den Keller. Ja. Der Chat ist auch sehr begeistert. Respekt an die Runde. Ich glaube nicht, dass ich das hätte spielen können. Sehr schön diszipliniert gespielt hier am Schluss. Danke. Alles tot, ist sogar der Gaul. Es wurde zwischendurch auch gesagt, krass, wie sie Spielerwissen und Charakterwissen trennen. Also, das möchte ich auch nochmal betonen. Also. Es war aber dann wenigstens der Gaul von dem Kartoffelkutscher und nicht der Gaul von der Wanderer. Ja, mir ist es hinterher aufgefallen, dass es ein Mühe hätte sein müssen, aber. Ja, gut. Vielleicht hat er abgegradet. Möglicherweise hat er zwischendurch getauscht, ja. Wir wissen es nicht, was noch geschehen ist zwischen seiner Begegnung mit euch und der fliegenden Bastmatte. Und auch von der Situation her, also da ist auch dann die Frage, was ist schlimmer oder was hat mehr Horror, wenn einer der Eltern das Kind umgebracht hätte? Weil es wäre ja, also ich meine, das wäre ein bisschen, das klingt jetzt hart, aber Cop-out langweilig gewesen, wenn es der Kartoffelbauer gewesen wäre letztendlich. Und dann ist die Frage, wie rum ist es schlimmer? Und ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Alles schlimm. Aber für uns ist natürlich halt die Auseinandersetzung mit dem Jungen, finde ich schlimm, weil das eine Figur ist, die wir kennen und ich denke noch am Lieben gelernt haben, für die wir sehr viel Sympathie empfunden haben. Und den dann halt auch so in diesem Zwiespalt zwischen, ich weiß, mein Leben ist eigentlich vorbei. Er will ja eigentlich nicht mehr leben nach dem, was er gemacht hat. Und wir bringen es aber, also wir würden es ja nicht über uns bringen, hoffe ich zumindest. Revanon vielleicht. Ja, okay. Doch, der hätte das. Ja. Der hätte das vermutlich gekonnt, ja. Revanon ist von der Schule, von manchmal muss man harte Entscheidungen treffen und etwas umbringen. Aber du bist wahrscheinlich auch der Einzige. Deswegen, also wäre Revanon das klar gewesen, dass er den Morgen nicht erlebt hätte, der das am Abend schon human, vernünftig zu Ende gebracht und nicht gewartet, bis der arme Junge verbrennt. Ja. Ich bin zufrieden damit, wie ihr reagiert habt. Das war keine einfache, aber eine sehr intensive Spielrunde. Und ja, ist kein Ponyhof. Die Kampagne. Nein. Nicht mehr. Oh nein. Die keine Kampagne Ponys ist mehr auf diesem Hof. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch und freue mich auf das nächste Mal. Und wir bedanken uns bei dir. Darauf zuhaltet, mit der anderen Runde zusammenzutreffen. Und ihr habt jetzt tatsächlich mehrere wichtige Hinweise bekommen, die andere Runde noch gar nicht hat. Das heißt, da können dann Informationen ausgetauscht werden und Dinge geklärt, hoffentlich. Und Tamariel ausgetauscht werden. Dann kann seine Ursprungsgruppe wieder übergeben werden. Ja. Hier, wir haben ihn euch mitgebracht. Danke. It's dangerous to go alone. Take this. Mal schauen, ob wir dann ein Layout bauen müssen mit 6 Spielern für zumindest eine Runde, wenn wir sozusagen dann das Crossover haben. Aber das finden wir dann noch raus. Es war mir ein inneres Blumenpflücken, ein blutiges. Um ein Mitglied der Community zu zitieren. Und euch sehe ich dann, wenn alles gut läuft, in 2 Wochen wieder. Jawohl. Beziehungsweise den Anselm nächste Woche auch am Mittwoch, wenn wir Star Trek spielen. Yep. Yay.